zu machen. Ja, als Geschäftsführer der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen für Wissenschaft und Forschung freut es mich sehr, Sie an den Bildschirmen und natürlich alle Mitglieder von JUWOST heute zum zweiten Tag unserer Tagung des Nachwuchsnetzwerkes Junge Wissenschaft JUWOST begrüßen zu dürfen, das mittlerweile doch schon auf 40 bis 50 junge Akademiker angestiegen ist, sei es von Studenten, sei es von Doktoranden, sei es von Postdoktoranden, die sich in gegenseitigem engen Austausch stehen, ihre Forschungen gegenseitig vorstellen. Und es ist natürlich auch ein ganz besonderes Anliegen, diese Forschung von den jungen Akademikern in die Öffentlichkeit zu tragen, weswegen wir es uns auch eine ganz besondere Freude ist, dass wir heute im Livestream den zweiten Tag, der bestimmt genauso spannend verlaufen wird wie der erste Tag, mit dem Eröffnungsvortrag von Viene Ropelny aus Lettland, den Sie auch auf den YouTube-Kanal der Kulturstiftung auch im Nachgang sich noch ansehen können, verlaufen wird. Wir haben eine ganz kleine Programmumstellung, nämlich wir haben die Referate vom Herrn David Heidenreich und vom Herrn Dr. Born nur zeitlich getauscht. Also es wird gleich losgehen mit dem Vortrag vom Dr. Born zum Thema Heimat im Wohnzimmer, ostpreußische Erinnerungskultur in der Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre. Der Herr Lempert wird dann gleich nach mir den Herrn Dr. Born auch noch genauer vorstellen. Eine ganz besondere Freude ist es, wir hatten ja gestern den Herrn Professor Rogal vom Herder Forschungsrat online zugeschaltet. Insofern ist es mir eine ganz besondere Freude, dass wir heute wieder einen Professor unter uns weilen haben, der sehr interessiert ist und auch bestimmt neugierig, was der jungakademische Nachwuchs heute für Vorträge gibt, nämlich den Herrn Professor Manfred Kippel, der auch bei uns gleichzeitig stellvertretender Vorstandsvorsitzender in der Kulturstiftung ist. Insofern übergebe ich jetzt gleich das Wort an den Herrn Lempert. Ja, vielen Dank. Auch von mir einen schönen guten Tag an die Zuschauer bei YouTube und an euch alle natürlich. Und ich darf gleich den ersten Referenten vorstellen, das ist Dr. Andreas Born. Er stammt aus einer ostpreußischen Familie und bekennt sich auch dazu. Das ist sehr erfreulich. Ist auch, engagiert sich auch in der vertriebenen Arbeit in der Landsmannschaft Ostpreußen und auf der Landesebene in Rheinland-Pfalz. Und ist promoviert, wie Sie gehört haben, hat studiert in Heidelberg-Mainz und sein Promotionsstudium hat er dann in Greifswald abgeschlossen. Und das Promotionsthema heißt die Entwicklung Königsberg in Preußen zur modernen Großstadt in der Weimarer Republik. Ja, also zu empfehlen, online zugänglich, frei zugänglich, kann man sich anschauen. Ja, ich fasse mir nur ganz kurz, weil wir heute wirklich am Vormittag einen recht umfangreiches Programm haben und übergebe das Wort an Herrn Dr. Andreas Born. Bitte schön. Ja, schönen guten Morgen in die Runde. Mein Thema lautet Heimat im Wohnzimmer, ostpreußische Erinnerungskultur in der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre. Und würde Sie bitten, einfach auf die nächste Folie weiterzuleiten. Wunderbar. Ich habe mal als Einstieg dieses Foto ausgewählt. Und zwar ist das ein Bild, das auf dem Bundestreffen der Ostpreußen 1960 in Düsseldorf geschossen wurde. Das Bild, das man von Ostpreußen und Ostgebieten hat, das ist schon maßgeblich auch von den vertriebenen Verbänden geprägt worden. Und das ist ja jetzt ein Bild, was der Bundesvorstand im Ostpreußen hat drucken lassen. So, wenn ich das jetzt, Informationen jetzt weglassen würde und würde das meinen Schülern geben und sagen, beschreibt mal das Verhältnis, was die beiden Herren, also links Herr Adenauer und rechts Herr Gille als LO-Sprecher, in welcher Beziehung stehen die zueinander? Und dann würde man feststellen, ja, da fehlt ja eigentlich so die dritte Person, die zwischen Herrn Adenauer und Herrn Gille. Also da ist niemand. Die sind sehr weit auseinander. Herr Adenauer läuft neben einer anderen Person. Und Herr Gille eigentlich alleine. Und wenn man den Gesichtsausdruck der beiden Herren sich anschaut,
das spricht jetzt nicht gerade von einer tiefen Freundschaft oder einer innigen Beziehung. Jetzt hat das Bundesarchiv die Neue Deutsche Wochenschau, wie hieß die damals, archiviert und berichtet auch von diesen Treffen. Ich bitte das mal kurz abzuspielen. Das war das andere, das war Sport. Genau. Chruschtschow und dem sowjetischen System galten in Düsseldorf Worte des Bundeskanzlers. Im Rheinstadion hatten sich über 100.000 Ostpreußen versammelt. Sie gedachten des 40. Jahrestages der Volksabstimmung, die der Versailler Vertrag für einige Gebiete Ost- und Westpreußens angeordnet hatte. Das Ergebnis war damals ein überwältigendes Ja zu Deutschland gewesen. Jetzt sagte Bundeskanzler Adenauer: Gegenüber den Ausführungen Chruschtschows jetzt in Österreich möchte ich immer wieder vor der ganzen Welt hervorheben und betonen, es darf den 17 Millionen in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands das Recht auf Selbstbestimmung nicht vorenthalten werden. So, Sie haben den ehemaligen Bundeskanzler gehört. Man kann auf die nächste Folie übergehen. Das war meines Erachtens nach das größte Ostpreußen-Treffen mit 200.000 Besuchern, also eine echte Massenveranstaltung. In Bochum trafen sich zuvor 120.000. Das, was Herr Adenauer in seiner Rede gesagt hat, das hat mich eigentlich in der Interpretation nochmal bestätigt, dass das Verhältnis zwischen der Bundesregierung und dem LU-Vorstand oder dem BDV-Vorstand nicht so innig gewesen ist, aus weltpolitischen, geopolitischen Gründen. Also die weltpolitische Lage war so, wie sie war, und selbst eine Bundesregierung oder eine US-Regierung hätte an einer Veränderung einer Oder-Nice-Linie nicht ändern können. Ohne einen groß angelegten atomaren Weltkrieg zu riskieren. Das sind Dinge, die man nachlesen kann in den Schulbüchern und in, das ist im Prinzip alles sehr bekannt. Was mich mehr interessiert hat, sind die Menschen, die man hier auf den Fotos sieht. Was bewegt eigentlich Menschen, die einen so schlimmen Krieg erlebt haben und ein so schweres Kriegs-, also Flucht- und Vertreibungstraumata haben, wieso fahren die dann nach Bochum und nach Düsseldorf und sonst so hin, später Erfurt, nach Berlin und so weiter, um sich dort dann zu treffen? Haben die nicht im Prinzip anderes zu tun? Also sie haben diese Traumata zu verarbeiten oder zu verdrängen, je nachdem, wie man es haben möchte. Dann muss man sich in die neue Heimat integrieren und das ist ja auch bis heute ja ein Zeit- und Kostenaufwand. Also einmal haben wir so viele Hunderttausende von Ostpreußen, die da hingefahren sind, aber auch Hunderttausende, die da nicht hingefahren sind. Also meine Großmutter aus Tilsit, die ist kein einziges Mal da gewesen. Sie war nur in einer Ortsgruppe, aber auch nur ein paar Mal. Und da gab es dann irgendwie einen Chor und man war Ostpreußer, aber eigentlich diese Organisation gar nicht so verbunden. Definitiv auch nicht als aktives Mitglied. So, und mich motivierte im Prinzip die Geschichte derjenigen zu erzählen, über die man bislang so nicht gesprochen hat. Also wenn ich wissen möchte, was Herr Gille oder andere Funktionäre, Vorstände Prominenz, wenn ich wissen möchte, was die gedacht haben oder gesagt haben, das kann man nachlesen, Herr Grass oder Frau Dönhoff und so weiter. Aber das wollte ich wissen, was ist eigentlich mit den vielen Hunderttausend, ja, fast Millionen Ostpreußen, die ihre Heimat ja im Herzen behalten haben. Das kann man ja einfach nicht wegschneiden. Eine Erinnerung, ein Gedanke, der im Kopf drin ist und auch ein Gefühl, das ist ja nicht einfach so abgeschnitten mit 45. Und in meiner Dissertation bin ich auch über Per Brodersen gestoßen, den kennen Sie vielleicht, der hat seine Dissertation über die Architektur Kaliningrads geschrieben. Und er meint, es gibt eine Kontinuität. Man kann nicht sagen, dass Königsberg und Kaliningrad, dass das völlig voneinander getrennte Städte sind, weil eben Kaliningrad auf Königsberg aufbaut. Also der Dom zum Beispiel, über den Lars Fernkorn schon oft referiert hat, und ich meinte, morgen auch noch mal was berichten wird.
Das ist ja auch schon ein Sinnbild, stammte aus der deutschen Zeit, aber ist jetzt Teil der Stadt Kaliningrad. Und ich habe mich dann herangemacht, Sie könnten dann eine Folie weitergehen. Genau, ich habe mich dann in das Wohnzimmer bewegt. Warum? Weil ich davon ausgegangen bin, dass das Wohnzimmer der zentrale Ort ist, der intimste Ort, den ein Mensch haben kann. Das ist der Ort, in dem Familienfeierlichkeiten abgehalten werden, Weihnachten, Geburtstage. Das sind, wenn man die Zeit hatte, und in den 50er und 60er Jahren vermute ich mal, wird die Zeit nicht so da gewesen sein, wie man es heute hat. Aber wenn die Zeit da war, wird man dann doch an verschollene Personen, Familienmitglieder gedacht haben oder vielleicht an die Schwester, die irgendwo anders jetzt gewohnt hat. Zerrissene Bande und diese Symbole, die Sie hier sehen, das sind Überbleibsel aus ostpreußischen Wohnungen. Und ich bin in die Geschäftsstelle nach Stuttgart gefahren, also der Landsmannschaft Ostlandesgruppe Baden-Württemberg in der Schlossstraße Stuttgart. Und da sind Überbleibsel aus Wohnzimmern, werden da archiviert. Ein Kurenbümpel sehen Sie unten rechts oder Trachten gab es auch oder ein Bild vom alten Fritz. Also vielleicht erkennen Sie sich da auch so ein bisschen selbst wieder. Ja, das hat ja auch mit Ostpreußen gar nichts zu tun, sondern das ist etwas, was man so bei der, ich sag mal salopp, bei der Oma, beim Opa auch so sieht. Und diejenigen, die ein bisschen jünger sind, die könnten im Prinzip das Familienalbum aufschlagen und da sind ja auch Familienfeierlichkeiten abgebildet und wenn man dann zoomt, sieht man dann solche Bücher oder Abbildungen und Symbole. Man kann ein Stück Ostpreußen auch regelrecht kaufen. Und das haben Menschen gemacht. Und so, wie bin ich jetzt herangegangen? Sie können mit einer Folie weitergehen. Meine Familie ist hälftig aus Weimar und Magdeburg geflohen und die andere Hälfte aus dem Raum Pilsitz. Und diese wiederum ist zur Hälfte in die DDR gekommen und zur anderen Hälfte in Ostpreußen geblieben. Also es ist so ein bundesdeutscher Durchschnitt. Die allermeisten haben sich für Vertriebenenpolitik nicht interessiert. Nach vorne geschaut, auch das ein bundesdeutscher Durchschnitt. Kaiserslautern habe ich jetzt hier als Beispiel ausgesucht, weil meine Familie dorthin kam. Und man kann ja nicht alle Vertriebenen man kann ja nicht ganz Europa oder ganz Deutschland abbilden, aber man muss sich halt regional beschränken und zeitlich. Deswegen Pfalz, meine Heimat und 50er, 60er Jahre auch, weil da das Bewusstsein, Ostpreuße oder Schlesier zu sein, viel stärker verbreitet war als heute. Und wie kann man jetzt herangehen? Ich bin erst einmal an meiner Schule spazieren gegangen. Da gibt es ein internationales Vertriebenenviertel, auch das gibt es ja in jeder Stadt eigentlich. Also Straßennamen, Platznamen, dachte ich, ja, das sind bestimmt, da sind ganz, ganz viele Ostpreußen und Schlesier haben da gewohnt, weil da steht ja Schlesierstraße und so. Dem war ja gar nicht so. Also ein findiger Geschäftsmann, der im Ort beheimatet ist, wird mit Sicherheit auch da Baugrundstücke bekommen haben. Also die These, dass da jetzt nur Vertriebene gewohnt haben, das war zumindest in der Gegend, in der ich gesucht habe, nicht der Fall. Aber wo meine Großmutter hinkam, es war ein Vertriebenenviertel, da nicht Ostpreußisch, aber Oberschlesisch war. Und wenn man ein Stockwerk hochgegangen ist, dann war halt ein schlesischer Dialekt im Haus. Es war irgendwie ostdeutscher als ganz Kaiserslautern. Dieses Viertel war wirklich eine ganz andere Welt. Und wenn man da hingekommen ist, war das in den 80er Jahren war das doch so. Also da lebte ein Stück Ostpreußen irgendwo im Alltag. Natürlich nicht, wenn man einkaufen geht. Natürlich nicht, wenn man arbeiten geht oder wenn man da Familie gründet und so, aber irgendwo gibt es doch Momente im Leben eines Menschen, wo er dann Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Friedhöfe, dachte ich, sind ein Zugang, aber auch da nach einer gewissen Zeit werden die Friedhöfe eingeebnet. Also das ist nicht ein guter Zugang. Und so habe ich mich an das Ostpreußenblatt gewagt und das ist ja ein soziales Netzwerk im Grunde genommen war auch, heute nutzt man vielleicht auch nicht mehr Facebook, aber es gibt soziale Netzwerke einfach. Und wie organisiert man sich nach dem Krieg? Man braucht eine Organisation, in der
man zusammen sich ja, seine sozial berechtigten Interessen durchsetzen möchte. Man will Bekannte treffen, sich austauschen. Und das Ostpreußenblatt ist nun mal die größte Wochenzeitung gewesen. Und ja, es waren eigentlich, ich habe alles, was mit der, ich habe die Pfalz genommen als Raum und gesagt, okay, ich bilde die Pfalz ab am Beispiel von 4, 5 größeren Städten. Kaiserslautern war wichtig, Ludwigshafen, Bayer kennt man auch. Also ich habe verschiedene Orte eingegeben in der Suchmaske und dann das, was ich gefunden habe, unter diesen Orten habe ich dann markiert. Und das können auch im Prinzip Veranstaltungen in der Heimatstube sein, ja. Aber die Punkte, die Sie sehen, sind Orte, an denen in denen es Menschen gab, die Geld in die Hand genommen haben, um eine Anzeige zu schalten. Wenn man eine Zeitungsanzeige heute schaltet, ich wüsste jetzt, weiß nicht, wie hoch die Kosten sind, ich sag mal 200 Euro. 200 Euro ist Geld, das muss ich auch erstmal haben und das muss ich auch dann für diesen Zweck ausgeben wollen. Also diejenigen, die das machen, die haben ein sehr intensives Interesse daran. Entweder hatte die Person das oder sogar vielleicht die Nachkommen. So, das war die Grundthese. Also das hier sind Orte, in denen Ostpreußen wahrscheinlich relativ intensiv gelebt wurde. Ja, jetzt kann man im Prinzip zur nächsten Folie übergehen. So, was sieht man hier? Auch das wieder ein Foto aus, das ist ein Einzelbeispiel, ja, aber ich fand das total gut. Fußballmeisterschaft 1954, der erste FC Kaiserslautern. Fritz Walter ist ein Name, ja, mit dem Wunder von Bern. Und im Endspiel gegen Hannover 96. Und jetzt muss ich kurz überlegen, ich meinte, der Mann rechts, ganz rechts ist wichtig und ganz links, der aber fast verdeckt ist. Und zwar sind das zwei Ostpreußen gewesen. Und da bitte ich kurz den Film zu zeigen. Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft 1954. In Hamburg trafen sich der Titelverteidiger 1. FC Kaiserslautern und der norddeutsche Meister Hannover 96. Hannover hat Anstoß und sofort greifen die Norddeutschen an. Vor dem anstürmenden Scotts rettet Hölz. Da kommt in der 13. Minute ein prächtiger Vorstoß von Kaiserslautern. Scheffler flankt in die Mitte, Bothe köpft zurück und Eckel stürmt heran. Er schießt, Tor und damit steht es 1:0 für Kaiserslautern. Das ist der, also als Kaiser muss man hier aufhören, weil das nämlich der Moment ist, in dem Kaiserslautern führt und danach Hauptruf verliert, wie es auch in den letzten Wochen war. Sind sich immer treu geblieben, diese Sachen. Also 5:1 hat man verloren. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Geschichte dieser beiden Männer. Ich habe das so beschrieben, die sind jetzt nicht unbekannt. Das Ostpreußenblatt hat es auf zwei Seiten davon berichtet. Man war also offenbar richtig stolz darauf und dass zwei Landsmänner im Fernsehen waren und sind beide deutsche Meister geworden übrigens. Also das Ostpreußenblatt schrieb, wo ostpreußische Menschen sind, ist immer ein Stück Heimat. Sie ist auch da, wo ostpreußische Sportler mit ihren Kameraden im Spiel und im Wettkampf ihre Kräfte messen. Ja, Titelfavorit war natürlich Kaiserslautern, weil es das Gros der deutschen Nationalmannschaft hatte. Die kamen alle aus dem Landkreis eigentlich. Das ist echt ein interessantes Phänomen. Und in 5:1 siegte Hannover und in der Helmut Gerulfke aus Insterburg als rechter Verteidiger wirkte. Er wurde dann deutscher Fußballmeister und bis heute ist er ein unvergessenes Mitglied seines Vereins. Der andere Spieler, Erwin Scheffler, kam aus Königsberg-Maraunenhof und seine Kindheit und Jugend verbrachte er, Sie können ruhig eine Folie weitergehen, da sieht man die. Genau, also rechts ist Geruschke und links ist der Erwin Scheffler.
Ich würde mal sagen, also wenn man die anderen Klamotten nehmen würde, ein bisschen kolorieren, das sind also adrette Menschen, die so nach vorne schauen, positiv. Das ist eine Erfolgskarriere, ja. Und das wirkt so zumindest. Und wenn man auf die FCK-Seiten geht, wird ja Schaeffler immer noch verehrt, als gehörte zur Walter Elf. Ja, aber da steckt ein bisschen mehr dahinter. Ja, Schaeffler kam aus Königsberg-Maraunenhof und seine Kindheit und Jugend verbrachte er im Stadtteil Rosengarten und in der Nähe des Hafens. Mit bereits 16 Jahren wurde er in die Mannschaft des VfB Königsberg aufgenommen. Nach dem Krieg gelangte er nach Itzehoe, wo sich im hiesigen Fußballverein etliche ehemalige Spieler des VfB Königsberg sammelten. 1951 entdeckte ihn schließlich Fritz Walter, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, und holte ihn zum ersten FCK. Er war später Trainer der FCK-Amateure und Mitglied des Ehrenrates. Hauptberuflich war Schaeffler Postbeamter und vielen Kaiserslauterern auch als Schalteraufsichtsbeamter in der Hauptpoststelle am Hauptbahnhof bekannt. Sein Fußballclub ehrte den inzwischen verstorbenen Flügelflitzer aus Königsberg auf seiner Vereins-Homepage erst letztes Jahr wieder anlässlich seines 95. Geburtstages. Und auch die Fans umjubeln ihn und er genießt da so eine sehr hohe Achtung. Es gibt ein Fritz-Walter-Museum, da wird er extra noch mal erwähnt. Und die Walter-Elf, also die Stammmannschaft, die jedes Mitglied, das dann gestorben ist, wird dann von den Fans noch mal betrauert. Ja. Also wieder ist einer von der großen Mannschaft gestorben. Also es ist jemand, der es gepackt hat, als Flüchtling eine zweite Existenz aufzubauen. Und man könnte denken, Wahnsinn, ja, was für eine Traumkarriere. Was aber im Bericht des ersten FCK nicht hervorgehoben wird, ist das Flucht- und Vertreibungsschicksal. Die Familie von Geruschke gelangte bei der Flucht erstmal nach Sachsen und dann nach Hamburg. Dort lebte die fünfköpfige Familie in einem Zimmer und Erwin Schaeffler wurde kaufmännische Angestellte, also das, was man so heute so kennt, diese Profisportler mit den Riesengehältern, das gab es natürlich nicht, die haben alles nebenbei gemacht. Als Vertragsspieler verdiente er sich 250 D-Mark im Monat und die Wohnverhältnisse blieben lange nach dem Krieg einfach und die Erinnerung an die Flucht sehr lebendig. Er zitiert, also ist aus dem Ostpreußenblatt, eine hübsche Zweizimmerwohnung habe ich von meinen Ersparnissen einrichten können. Mutter wohnt mit mir zusammen, sie geht mir über alles. Sie hat mich umsorgt und behütet, auch in den bösen Wochen der Flucht. Ich will es ihr immer danken, sie soll es nun gut haben, zitierte er. Als es im Ostpreußenblatt. Die Familie, so interpretiere ich das, ist immer einer der wichtigsten und intimsten Bezugspunkte im Leben eines Menschen. Und bei Vertriebenen und Flüchtlingen war es oft das Einzige, das von der alten Heimat übrig geblieben ist. Grundthema, das muss ich mal kurz schauen. Bei Schaeffler war das noch viel extremer, also davon war in der Zeitung mehr zu lesen. Die Familie von Schaeffler hatte es schwerer getroffen. Sein Vater wurde, also sie kommen ja aus dem Maraunenhof, also aus dem äußeren Bezirk von Königsberg, und sein Vater wurde 45 zum Volkssturm eingezogen und fiel dann wenige Tage später einen Ort weiter, also es ist im Vorort von Königsberg. Zwei weitere Brüder starben ebenfalls im Krieg und der dritte überlebte als Invalide. Schaeffler hatte das Glück, dass er sich dann bei Kriegsende in der Tschechoslowakei befand, das von den Amerikanern befreit wurde, und dort konnte er dann auf Itzehoe und dann seine Karriere starten. Also ich hatte mal das Glück gehabt mit einem, also ich sag mal, einen Studienfreund von meinem Onkel, der ist dann Regierungsberater geworden, sogar bei der in der EU-Ebene, und der hat von viel Glück gesprochen. Also das war im Prinzip eine ähnliche Geschichte, sehr arme Verhältnisse, der Vater gebrochen, war Großgrundbesitzer früher mal, und er hatte einfach keinen Boden gehabt in den Füßen und lebte als armer Bauer. Und er hatte irgendwie, weil er eine gute Grundschullehrerin hatte, die an sich geglaubt hat, und eine Schwester, die ihn finanziert hat, und man musste Schulgeld bezahlen. Also er hatte sehr viel Glück, sagt er, dass er da irgendwie zufälligerweise gute Menschen an seiner Seite hatte und dass dann die Laufbahn so geworden ist, wie sie wurde. Und das ist aber alles, also da stecken viele, viele schwere Schicksale dahinter.
Jetzt überlege ich, kurz mal weitergeht. Sie können eine Folie weitergehen. Grundthema war Krieg, Flucht, Vertreibung und Heimatverlust. Die Themen Krieg, Flucht und Vertreibung bilden ein Grundthema des Ostpreußenblattes und der ostpreußischen Erinnerungskultur nach 1945. Je näher das Erscheinungsdatum der Wochenzeitung am Kriegsgeschehen ist, desto mehr Suchanzeigen nach Angehörigen oder Überlebenden gibt es. Klar, ja. Bis heute stellen Traueranzeigen einen sehr zentralen Teil der Zeitung dar, in der heimatliche Verbundenheit zum Ausdruck gebracht und vor allem Angehörigen würdevoll Abschied genommen wurde. In den ersten Nachkriegsjahrzehnten werden häufig noch Beruf und Todesursache, neue und frühere Wohnanschrift erwähnt. Und also Sie sehen jetzt hier ein Bild von Ostpreußen Kindern Suche nach Angehörigen. Tatsächlich meine Tochter an. Einjährige. Also der Junge sucht nach Angehörigen und rechts oben die Dame wird gesucht von der Familie. Ich habe, es ist jetzt nicht so, dass das in Massen so auftritt. Also manche Exemplare hatten, da habe ich 11 Seiten Suchanzeigen gefunden. Und wenn man die Geschichten sich genauer anschaut, da wird einem Angst und Bange, ja. Auch die Todesanzeigen. Man hat immer die neue Wohnanschrift angegeben und die ursprüngliche. Also man könnte theoretisch mit Karten quasi dann auch nachzeichnen, wo ist quasi welche vertriebene Kultur von A nach B gekommen. Und man hat zum Beispiel bei, die erzählen von vielen Schicksalen. Also das ist was, was der, was die Grabsteine ja, was man kann jetzt nicht auf die Friedhöfe gehen und darüber etwas erfahren, aber die Todesanzeigen sind sehr, sehr krasse Beispiele. Vielleicht finde ich noch ein weiteres. Gehen Sie mal vielleicht eine Folie weiter. Das muss ich so vorlesen. Also ein Beispiel, was ich herausgesucht habe, ist Martha Schröder und Wilhelm Lenoweit. Haben unterschiedliche Namen. Beide kommen aus Preußisch-Eylau. Ich habe das ein bisschen herausgemüstert. Also sie sind beide nach dem Krieg gestorben, und zwar 1946 in Preußisch-Eylau. Und zwar die Tochter, Martha hat einen Mann geheiratet, ebenfalls also zwei Familien, und das eine Mädchen hat einen Jungen gefunden aus dem gleichen Ort. Okay. Und diese Familie ist jetzt geflüchtet. Ihre Mutter Martha ist in der Heimat geblieben, ihr Schwiegervater Wilhelm auch. Beide sind gestorben, relativ zeitnah. Und ihre Mutter ist in der sowjetischen Besatzungszone gelandet. Sie selber kam nach Kaiserslautern. Und ihre Schwägerin wohnte ganz woanders. Also das, was früher möglich war, dass man einfach aus dem Haus rausgeht und seinen Lebenspartner findet oder zum Schwiegervater oder zur Schwester geht, das war dann endgültig vorbei. Und es war einfach nicht möglich, von der Mama und vom Papa Abschied zu nehmen. Man konnte auch man war nicht beim Sterbeprozess dabei und man konnte auch kein würdevolles Grab geben. So habe ich das verstanden. Ja, warum hat man die Straßennamen teilweise auch nur 1000 Mal dann irgendwie angegeben, sofern es möglich war? Ja. Also Kinder im Alter von 1 oder 2 Jahren, so Waisenkinder, die da ihre Eltern gesucht haben, die haben sich an gar nichts erinnert, teilweise. Aber ja, warum hat man die Adresse angegeben? Zur eindeutigen Identifikation. Es gibt ja durchaus mehrere Martha Schröders in Ostpreußen, auch in Preußisch-Eylau, aber auch zur Kontaktaufnahme. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden in der Bundesrepublik, der das vielleicht liest und der etwas über, ich weiß nicht, über das Schicksal noch weiß oder so. Und dass man vielleicht Kontakt aufnehmen kann. Also hier fungiert die Todesanzeige auch als soziales Netzwerk. Also bitte meldet euch. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Kommt der Spitzkin? Ein Beispiel für ein auch Jahre später immer noch sehr schmerzlich empfundenes Schicksal ist die Anzeige der Familie Spitzki aus Morungen. 1946 starb die damals fast 77 Jahre alte Mutter
Amalia an den Folgen von Flucht und Vertreibung in der DDR. Vater Eduard, ein Schneidermeister, starb 15 Jahre später mit 81 Jahren in Kaiserslautern. Und man hat seine Todesanzeige ausgenutzt, um noch einmal an die Mutter daran zu erinnern. Weil man eben nicht bei der Beerdigung war, weil man eben nicht Abschied nehmen konnte. Und der Verlust von Mutter und Vater dann doch eine der tiefsten Zäsuren im Leben ist. Edith Saad, geboren aus Chesney, starb 1960 im 70. Lebensjahr. Sie hatte den Ersten Weltkrieg, Weimarer Republik, das Dritte Reich, Flucht und Vertreibung als rund 50-jährige Frau aktiv miterlebt. Das Schicksal des Ehemannes bleibt in dieser Todesanzeige unerwähnt. Man weiß nur, dass er Lehrer war. Zwei Söhne hatten den Krieg nicht überlebt. Lothar galt als vermisst, Heinz war in der Gefangenschaft verstorben. Die Herkunftsorte Schönbaum und Arbeiten bei Königsberg werden aufgeführt. Nach dem Krieg lebt auch diese Familie irgendwo in Restdeutschland zerstreut. In Landau in der Pfalz, im Allgäu, Schleswig-Holstein, Hamburg. Wie häufig in dieser Zeit wird ein langes, kriegsbedingtes Leiden betont. Ja, also 1951, doch dafür meine ich jetzt der direkte Todesanzeige, durch einen Herzschlag, der aus Königsberg Juditten stammte Hermann Alisch im Alter von 69 Jahren. Die Familie hatte zuvor in den letzten Kriegstagen ihren einzigen Sohn in Kurland verloren und gedachte ihm in diesem Zusammenhang. Zitat, ferner gedenken wir unseres einzigen lieben Sohnes und Bruders sowie meines lieben Mannes und Pappens. Und ich muss sagen, mir geht es selbst eiskalt Rücken runter. Der Vater gestorben, so, und dann denkt man, ich habe einen Sohn nur gehabt und der ist dann gefallen. Dann ist der noch, also im Grunde genommen, also in einer Situation, in einer Kriegsphase, wenn man die überhaupt als jemals, kann man ihn als gut empfinden, aber in einer Situation, die sowieso schon zu Ende ist. Und dann kämpft er noch irgendwo im Baltikum, stirbt und hinterlässt ein Kind, das sein Vater nie kennenlernen wird. Und solche Redewendungen, ja, also es ist der einzige liebe Sohn und mein lieber Papi ist gestorben. War nicht hart. Ja, also jetzt könnte man vielleicht schon auf die nächste Folie gehen. Also das ist ja ein riesiges Thema. Also man kann über die Wolfskinder natürlich viel erzählen. Ich habe auch Berichte, Suchanzeigen gefunden, wo die Familien ihre Kinder suchen, die dann später Wolfskinder waren. Also man hat nie aufgehört eigentlich zu suchen. Ja. Man hat eigentlich, also meine Großmutter hat immer noch auf ihren Mann gewartet. Also auch obwohl im Grunde genommen für tot erklärt wurde irgendwann. Aber es kann ja sein, vielleicht kommt er wieder zurück. Wer weiß. Und jetzt muss ich mal schauen, ob ich das lesen kann. So, also Sie sehen links zwei Bilder. Suche meinen Bruder, Gefreiter, Panzerfahrer, Günther Salewski, geboren 27.07.1925 in Waldgruben, Kreis Lück, Ostpreußen. Er kam Ende 1944 zur Panzerersatzabteilung Feldherrnhalle nach Elbing, Westpreußen, Hungerkaserne, Baracken. Von dort kam der letzte Brief vom 13.01.1945. Wer kann mir Auskunft geben? Frau Ursula Lenz, geborene Salewski aus Lehrte, Altener Straße 95. So, suche meinen Vater, Reichsbahnsekretär Wilhelm Salewski, geboren 27.12.1886 in Salischen, Kreis Johannesburg, Ostpreußen, wohnhaft in Triegelsdorf, Kreis Johannesburg und zuletzt in Sensburg, Bahnhofstraße 32. Er musste während der Fluchtbewegung weiter in Sensburg seinen Dienst tun. Nach Feststellungen war er von Ende Februar bis etwa 6. März 1945 auf dem Bahnhof Braunsberg, Ostpreußen tätig und soll angeblich anschließend nach Stutthof-Danzig gekommen und in einem geräumten Konzentrationslager einquartiert worden sein. Ein Lokführer soll in Stutthof alle Namen notiert haben. Wer kennt sein Schicksal? Frau Ursula Lenz, geborene Salewski, Lehrte, Altener Straße 95.
Ja, das ist ostpreußische Erinnerungskultur in den 50er, 60er Jahren gewesen. Also man hat fern von Folklore und fern von Politik, das ist eine sehr intime Sache. Das dritte Bild lese ich vielleicht noch vor. Ich suche meinen Sohn, Albert Maibaum, geboren 24.11.1921 in Groß-Sonnenburg, Kreis Bartenstein, Ostpreußen, Beruf Schmied. Nach Einberufung Obergefreiter bei der Luftwaffe vor Zusammenbruch des Flughafens Königs Wusterhausen, Brandenburg, von dort aus Fahrt nach Merseburg, Mitteldeutschland. Wer kennt sein Schicksal und könnte hierzu Angaben machen? Das kann man reihenweise durchmachen, weitermachen, ja. Irgendwann hören auch diese Suchanzeigen natürlich auf. Jetzt habe ich, geht mal bitte eine Seite weiter. Das Beispiel habe ich ausgesucht, weil es auch wieder viel zeigt. Wir suchen unsere Angehörigen. Mutter, Charlotte Rauter, verwitwete Hermenau, geboren 9.9.1872 aus Wehlau, Gartenstraße 6. Sie wurde zuletzt an der Oberrealschule beim Knochensammeln gesehen. Wollte nach Litauen gehen. Mutter, Frieda Daschenis, verwitwete Schwellnus, geboren 2.1.1874 in Tabelink in Seckenburg, aus Kakeln am Kurischen Haff. Auf der Flucht seit 28. März 45 in Danzig nach Wasser vermisst. Schwester, Minna Hermenau, geboren 12.12.1904, beim Wehrkreis Sanitätspark 1 Königsberg beschäftigt, arbeitete nach Kriegsende in der Papierfabrik in Wehlau, brach sich ein Bein und wurde nicht mehr gesehen. Bruder Karl Hermenau, geboren 12. Januar 87 aus Groß-Lindenau, Kreis Königsberg, Preußen, war bei der Marineflak in Rotenhafen und Tuchler Heide. Pflegerin Hanna Hermenau aus Groß-Lindenau, geboren 1886, Datum unbekannt. Nichten Hertha Hermenau, geboren unbekannt, Wehrmachtshelferin, letzte Nachricht aus Warschau. Erna Hermenau, wurde Kreuzschwester, angeblich Lazarett Lützen. Neffen Bruno Hermenau, geboren 7., auch unbekannt, war bei der Marine. Und Gerd Hermenau, Geburtsdatum unbekannt, war bei der Mutter. Für jede Nachricht sind wir dankbar und erstatten alle Unkosten. Peter Hermenau, geborene Schwellinus aus der Pfalz, und Julius Hermenau aus Ludwigshafen. Ja, dann vielleicht nochmal eins weiter. So, unten links kann man schlecht erkennen, aber ich lese es nochmal vor. Zum 10. Male jährt sich am 2. Mai 1955 der Todestag unseres lieben Sohnes Reinhard Blitzner. Gleichzeitig gedenken wir unserer lieben Verstorbenen aus den Jahren 1945-47. August Gerlach und Frau Johanne, Rudolf Gerlach, Gustav Gerlach, Albert Salomon und Frau Johanne. Johanne Gerlach, geborene Bold, Herbert Gerlach, Wilhelm Peter, Hermann Nehm und Frau Minner. So, eine Folie weiter, bitte. Kinder suchen ihre Eltern, auch ein heftiges Thema. Aus Aarhus, Kreis Johannesburg, sucht Christel Bernhard, geboren 20.05.41 Johannesburg, ihren Vater Heinrich Bernhard. Aus Königsberg, Kaiserstraße 32, sucht Wolfgang Wiemer, geboren 38 in Königsberg, seine Mutter, Asta Wiemer. Aus Scharken, Kreis Tilsit-Ragnes, suchen die Geschwister Gerhards, Ursula und Inge in Scharken, ihren Vater Emil Siegert. Ja, also das Ostpreußenblatt, wie es auf der linken Seite auch steht, das unterstützte die Suchanzeigen des Roten Kreuzes. Ja, normalerweise läuft das ja über staatliche Stellen und irgendwie, wenn man Menschen verliert und
die Todesmeldung nicht, also der Tod nicht gewiss ist, sucht man und sucht und sucht. Und das Ostpreußenblatt unterstützte das und veröffentlichte diese Suchlisten. Und das ist ganz schlimm, fand ich halt, wenn auch Kinder dann halt, also diese Waisenkinder, die dann alles verloren haben und sich an nichts mehr erinnern konnten, ja, nach was sollen die suchen? Hat man halt ein Bild genommen. Ja, ein Bild, wo der Junge schon 12 Jahre älter war. Und man sagt dann halt, die Tante heißt so und so noch und ungefähr ist es das Geburtsdatum und in der Straße wahrscheinlich gewohnt. Ja, also das sind Dinge, die ich gefunden habe. Freilich ist es nicht alles so, ja. Also das, was ich am Anfang gezeigt habe, die Symbole, die mein Wohnzimmer gefunden hat, der Kurenwimpel und das Bild vom Königsberger Schloss, hier im Hintergrund hat man die Marienburg und so. Also sowas findet man wahrscheinlich in den 50er, 60er Jahren in jedem ostpreußischen Wohnzimmer. Und wenn man zu den Schlesiern geht, werden es andere Symbole sein. Es gibt viele Werbeanzeigen zum Beispiel über, jetzt nicht mehr Schwärmer oder so, was man so kennt, ja, oder Gräfer und Unser, sondern auch kleine, ich sag mal, so Ein-Mann-Betriebe, ein Rechtsanwalt aus Königsberg, der seine Existenz da neu begründet hat irgendwo, oder eine Möbelfabrik, Likörfabrik aus Königsberg, die dann einen Neustart gewagt hat und man hat dann im Ostpreußenblatt eine Werbeanzeige geschaltet, ja, um halt quasi über das Netzwerk für Ostpreußen an Kundschaft zu kommen. So etwas gab es. Es gab auch Geburtsanzeigen, man hat Heiratsanzeigen angegeben oder Stellenangebote gab es auch. Später wurde sogar Radio- und Rundfunkzeitung, also wurde angegeben, wenn es irgendwas in den Medien gab zum Thema Ostpreußen. Also es ist nicht alles negativ belastet, aber das ist mir das ist mir aufgefallen, ja, diese Suche nach Angehörigen und die Todesanzeigen. Ich meine, es ist doch das Intimste, was es geben kann. Ja, man der Abschied von einem Menschen, den man nie wieder sehen kann. Und was hinterlasse ich als Gruß oder wenn ich nicht dabei sein kann bei der Beerdigung, wie verabschiede ich mich davon in Würde? Und das wäre doch wirklich dann über so eine Zeitung. Und das, was da drin steckt, ist aus meiner Sicht eigentlich das, was eine Erinnerungskultur der Ostpreußen in den 50er und 60er Jahren stark präsent war. Kommen zu dem Schluss. Nächste Folie bitte. Also ich habe versucht, das zu charakterisieren. Mir ist klar, man kann nicht... es ist ein sehr, sehr weites Feld und man kann immer wieder was dazu sagen und ergänzen. Aber das wäre jetzt so ein erster Versuch einer Charakterisierung. Also letzten Endes kann man Identität nicht, die ist einfach da. Das ist ein Gefühl, was da ist. Und auch wenn ich nicht mehr in dem Raum wohne, wo ich herkomme, ist das einfach vorhanden. Und was die Menschen aus Ostpreußen geeint hat, war die gleiche regionale Herkunft und kulturelle Prägung. Da könnte man eigentlich schon wieder einen Unterpunkt setzen, die waren nicht gleich. Ja. Der Masurer war kein Nemeländer und der Königsberger war auch kein Landwirt gewesen. Aber im Grunde, man kam aus Ostpreußen. Das ist, ein zweiter wichtiger Punkt, dass diese Erinnerungskultur ein rein mentales Konstrukt ist, also etwas, was nach 45 entstanden ist und was überhaupt gar keine Zukunftsorientierung haben konnte, eben weil die weltpolitische Lage so war, wie sie war und sich nicht erinnern konnte. Die Wohnung ist der intimste Rückzugsort gewesen und dort lebte diese Erinnerungskultur am intensivsten. Vielleicht im Streitgespräch auch mit den nachkommenden Generationen, die vielleicht kein Interesse mehr daran hatten, vielleicht auch in einer Trauerminute. Geprägt war es zusätzlich zu dieser regionalen besonderen Herkunft, waren Kriegsflucht und Vertreibungstraumata ein wichtiger Punkt. Die landsmannschaftlichen Veranstaltungen, die es gab, also nicht nur die großen Bundestreffen, sondern auch so im eigenen Ort, dienten dazu, zerstörte familiäre und freundschaftliche Verbindungen zu kompensieren. Und
Ja, was und es war neben den Traumata auch stark von Nostalgie geprägt. Jedem Exemplar findet man irgendwo ein großes Bild von einem Elch oder von einem Schlosspark. Das sind jeder Ostpreußer am Königsberger Schloss, der ich Paddel gewesen ist. Hat kein Mensch gemacht wahrscheinlich, aber es ist irgendwie dieses Bild, was man da gezeichnet hat, von der schönen, heilen Welt im untergegangenen Paradies. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was wir so neben dem schlimmen Traumata der Vertreibung, Flucht und Krieg auch so, was sich erhalten hat bis heute. Ja. Ja, das ist im Prinzip so mal der Versuch einer Charakterisierung. Es ist leider nicht so eine mathematisch korrekte Schlussformel E gleich mc Quadrat, aber wir reden hier über Menschen und über komplexe Schicksale und ja, das lässt sich nicht so einfach auf eine in zwei Wörter erfassen. Und das wäre mein momentaner mein Zwischenergebnis, sag ich mal. Mhm. Ja. Wir haben jetzt bei Zoom-Meetings keinen Zuschauer, oder? Ja, jetzt, nein. Jetzt, wir haben das so verabredet, dass wir jetzt die drei Referaten nacheinander halten und dann eine Diskussion hier starten in unserem Kreis. Also, Andreas, für deinen Referat. Und jetzt bitte ich den Herrn Heidenreich, er wird jetzt weiter Referat halten. Ja, wir haben das Abschlussdiskussion nach den drei Referaten. Also David Heidenreich, ich stelle ihn kurz vor. Er studiert in München, hat auch in Edinburgh studiert und ist unter anderem als wissenschaftlicher Hilfskraft und beziehungsweise ein wissenschaftlicher Mitarbeiter am Collegium Carolinum beschäftigt in München, also eine sehr bekannten und traditionsreichen Institution, die sich mit der Geschichte der böhmischen Länder beschäftigt. Und zurzeit promoviert er auch an der LMU, also LMU, Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Und zwar mit dem Thema Geschichtspolitik der deutschen Wissenschaftsgemeinde in der Tschechoslowakei zwischen 1918 und 1939. Er wird sicher noch gleich erklären, was das eigentlich bedeutet, die Wissenschaftsgemeinde. Ich habe es gelesen, das fand ich sehr interessant. Und David, du hast, glaube ich, auch zu den deutschen Wurzeln, ja? Daher das Interesse an der Geschichte der böhmischen Länder. Genau, also meine Großmutter ist gebürtige Brünnerin gewesen. Sie hat die ersten 19 Jahre ihres Lebens noch in Brünn zugebracht, in Brünn-Beamtenheim, und kam danach erst nach Passau 1945 und danach gleich weiter nach Leipzig und verbrachte dann die weiteren 7 Jahre eben in Leipzig, was ja erst kurz amerikanisch besetzt war und danach eben unter die sowjetische Besatzung geriet. Dann ist sie im Jahr 1952 mit ihrem sächsischen Ehemann und ihren 2 Kindern, unter anderem meinem Vater, dann nach Westdeutschland gekommen. Ja, vielen Dank. Und der heutige Vortrag, den du jetzt gleich halten wirst, heißt zwischen Wissenschaft und Volkstumskampf, Ostforschung im Deutschen Reich der 1920er und 1930er Jahre. Bitte schön, David, du hast das Wort. Dankeschön. Ich habe hier noch eine kleine PowerPoint, die würde ich ganz kurz rüber machen. Ja, gerne, natürlich. Ohne Überbrückung war. Ja. Bitte kurz stoppen, das ist freigeben. So,
Genau, also wie gerade schon gesagt, möchte ich heute gerne über das Thema zwischen Wissenschaft und Volkstumskampf sprechen. Ostforschung im Deutschen Reich der 20er und 30er Jahre. Eine Sekunde nur. Genau, also im Folgenden werde ich mich der sogenannten Ostforschung widmen, wie sie in Deutschland seit dem Versailler Vertrag betrieben wurde. Dabei möchte ich gerne der Frage nachgehen, wie sich die Funktionen von Ostforschung im Deutschen Reich zwischen 1919 und 1933 gewandelt hat. Dann lege ich mal los mit dem ersten Unterpunkt, der da wäre, was ist überhaupt Ostforschung? Man kann sagen, ich kann hier an der Stelle den Tübinger Osteuropa-Historiker Dietrich Geier zitieren, der den Terminus Ostforschung im Jahr 2001 zu den unübersetzbaren deutschen Begriffen zählte, analog zu Schlagbaum oder Kindergarten. Man könnte sicher noch diverse andere einzigartige deutsche Vokabeln ergänzen. Sein Berliner Kollege Klaus Zernack definierte schon 1980 die Ostforschung als volksgeschichtliche, genauer gesagt volksbodengeschichtliche Interpretation der Geschichte Ostmitteleuropas. Dabei zeichnete sich die Ostforschung durch einen interdisziplinären Ansatz aus, womit sie sich von der klassischen politischen Geschichte abgrenzte. Stattdessen stand sie auf dem Boden einer neuartigen Volksgeschichte. Der Begriff wurde in den 1920er Jahren in der Ministerialbürokratie geprägt, um das neue Phänomen zu beschreiben, was sich in den letzten Jahren gebildet hatte in der deutschen Wissenschaft. Elemente der wissenschaftlichen Fächer Geografie, Geschichte, Volkswirtschaft, Volkskunde und Soziologie kamen in der Ostforschung zusammen. Und dieser unorthodoxe Zugang erlaubte es den Vertretern der Ostforschung, und hier liegt ihre politische Sprengkraft in den 20ern und 30ern, den deutschen Anteil an der Geschichte Ostmitteleuropas besonders hervorzuheben. Dies hatte zur Folge, dass die anderen Völker Ostmitteleuropas sowie ihre Vergangenheit ausschließlich durch das Prisma deutscher Geschichte betrachtet wurden. Eine wissenschaftliche Untersuchung Ostmitteleuropas hatte in Deutschland in der Tat keine lange Tradition, egal ob mit oder ohne deutsches Prisma. Klassischerweise war der Blick der deutschen Geschichtswissenschaft nach Westen gerichtet und im Sinne Leopold von Ranke's an den romanischen und germanischen Völkern orientiert. Um die Wende zum 20. Jahrhundert geriet schließlich auch das östliche Europa in den Blick der deutschen Geschichtswissenschaft, wobei zu diesem Zeitpunkt das Russische Reich in den Vordergrund trat. Dementsprechend war der erste Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte in Deutschland, der im Jahr 1902 in Berlin angerichtet wurde, auf die Geschichte Russlands spezialisiert. Der erste Ordinarius für osteuropäische Geschichte in ganz Deutschland war der Deutschbalte Theodor Schiemann aus dem kurländischen Grobien gebürtig. Schiemann war erst als 40-Jähriger nach Deutschland gekommen und brachte daher langjährige persönliche Erfahrungen mit dem Russischen Reich mit. Seinen reichsdeutschen Fachkollegen galt er als führender Russlandkenner. Parallel, wenn auch weniger prominent, kam auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den slawischen Völkern in Österreich auf. Diese wurde primär in Österreich selbst geführt und spielte sich vor dem Hintergrund aktueller Nationalitätenkonflikte in der Donaumonarchie ab, die allerdings auch in Deutschland auf Widerhall stießen. Man sieht, ich habe hier schon Theodor Mommsen inkludiert. Er schaltete sich im Jahr 1897 mit einer antislawischen Schrift unter dem Titel An die Deutschen Österreichs in die Debatte ein. Zu diesen neuen inhaltlichen Akzenten, die ich gerade schon skizziert hatte, kam auch eine methodologische Neuausrichtung, die sich ab der Jahrhundertwende in der deutschen Geschichtswissenschaft und Geografie langsam abzeichnete. Die kann beschrieben werden als eine tendenziell stärkere Gewichtung des Volkes gegenüber dem Staat, die aber, wie gesagt, gerade noch sehr in den Kinderschuhen war und sich erst deutlich später entfalten sollte. Ein Vorreiter dieser Entwicklung war der Leipziger Historiker Karl Lamprecht. Lamprecht vertrat ab 1891, seitdem er sein Ordinariat in Leipzig bekommen hatte, eine neuartige Kultur- und Landesgeschichtsforschung, die sich von der staatsbezogenen Betrachtungsweise der klassischen Historiker zunächst absetzte.
Seine Ideen sollten später durch seinen Schüler Rudolf Kötschke weiterentwickelt werden, der ab 1906 in Leipzig das neu geschaffene Seminar für Landesgeschichte und Siedlungskunde leitete. Allerdings wurden die Ansätze zur Abwendung von der Staatengeschichte nach Ranke von einer Mehrheit der deutschen Geschichtsprofessoren abgelehnt, was sich erst deutlich später ändern sollte, genauer gesagt in den 30er Jahren. Nun, wenn ich ein Thema anschneiden, wozu es ja nachher auch ein Referat geben wird, nämlich Versailles, den entscheidenden Wendepunkt im Hinblick auf das Interesse deutscher Wissenschaftler an neuen Methoden und am Osten stellte die Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg dar. Die Bestimmung des Vertrags von Versailles vom 28. Juni 1919 über die Abtretung Westpreußens und Posens an den widerstandenen polnischen Staat sowie über eine Abstimmung über die staatliche Zukunft Oberschlesiens änderten die Lage schlagartig. Ostmitteleuropa sowie Fragen des Volkstums rückten nun in das Zentrum des Interesses vieler deutscher Historiker und Geographen. Die Ansätze einer landesgeschichtlichen Siedlungsforschung, denen sich der Lamprecht-Schüler Rudolf Kötschke seit 1906 in Leipzig widmete, waren nun sehr gefragt. Dies ist vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Konsenses im Hinblick auf eine Revision des Versailler Vertrags zu sehen, auch und gerade im Hinblick auf dessen Bestimmungen zur Grenzziehung im Osten. Auf dem Frankfurter Historikertag 1924, dem ersten deutschen Historikertag seit dem Weltkrieg, war ein gesteigertes Interesse der Teilnehmer an Fragen des Deutschtums festzustellen. Dementsprechend formulierte Kötschke 1924 für die deutsche Wissenschaft die Notwendigkeit, sich von, Zitat, etatistischen Dogmen zu befreien, um stattdessen das deutsche Volk an sich als historischen Akteur stärker in den Blick zu nehmen. Ab 1919 bzw. 20 wurde zunächst an verschiedenen Orten im Deutschen Reich Bemühungen um eine Landes-, Volks- und Grenzlandforschung unternommen, ohne dass es eine koordinierende Stelle für all das gegeben hätte. Bei der Schaffung einer solchen taten sich insbesondere zwei Geographen hervor, Wilhelm Volz aus Breslau und Albrecht Penck aus Berlin. Diese verfassten am 13. Oktober 1921 eine Denkschrift an das Auswärtige Amt, in der unter anderem betont wurde, dass sich Deutschland auf eine Revision der Pariser Vorortverträge dadurch hinarbeiten müsse, dass es deren schädliche Auswirkungen für die Wirtschaft in ganz Europa darlege. Also Betonung nicht von Deutschland, sondern von Europa her gedacht. Eine geistige Austauschzentrale müsste geschaffen werden, die nicht öffentliche Tagungen abhalten würde, die relevante Wissenschaftler zur Produktion anregen und untereinander vernetzen würde, als Bindeglied zwischen Politik und Wissenschaft dienen, sowie die Finanzierung der staatlichen Stellen sicherstellen würde. Zur Umsetzung dieser Ideen fand vom 3. bis zum 5. Januar 1922 in Berlin die erste wissenschaftlich-politische Tagung zum Thema des Grenz- und Auslandsdeutschtums mit 38 Teilnehmern statt. In diesem Rahmen wurde die in der Denkschrift geforderte Austauschzentrale ins Leben gerufen. Ihr vorläufiger Name steht hier schon, Mittelstelle für zwischeneuropäische Fragen. Ihr Vorsitzender wurde Albrecht Penck und Volz wurde ihr Geschäftsführer. Der Sitz war zunächst in Berlin, mit der Annahme eines Leipziger Lehrstuhls durch Volz noch im Jahr 1922 verlagerte sie sich jedoch nach Leipzig. Ihre Arbeit nahm die Mittelstelle dann im Herbst 1923 auf. So organisierte sie ihre erste Tagung in Marktredwitz, also im Oberfränkischen. Hier wurde bewusst ein Ort gewählt, der möglichst nah an der Grenze zur Tschechoslowakei lag, weil sich die erste Tagung inhaltlich mit den böhmischen Ländern befassen sollte. Diese Tagung fand vom 21. bis zum 23. September 1923 statt. In den Folgejahren sollte die junge Mittelstelle sowohl vom Auswärtigen Amt als auch vom Reichsministerium des Inneren finanziert werden. Ein Antrieb sowohl für die Wissenschaftler als auch für die Geldgeber war die Sorge vor politisch wirkmächtigen Arbeiten der polnischen Wissenschaft, denen von deutscher Seite entsprechende wissenschaftliche Arbeiten entgegengesetzt werden sollen. Dies würde auch auf künftige Institutionen der Ostforschung zutreffen. 1919 hatte sich in Posen eine polnische Universität gebildet,
die von deutscher Seite genauso als Gefahr wahrgenommen wurde, wie später das 1925 gegründete Ostsee-Institut in Thorn oder das 1934 gegründete Schlesische Institut in Kapowitz. Im Jahr 1925 benannte sich die Mittelstelle auf Wunsch von Volz in Deutsche Mittelstelle für Volks- und Kulturbodenforschung um, was zwei Gründe hatte. Einerseits war Volz der Meinung, dass die Verwendung des Begriffs Zwischeneuropa zu sehr an den Sprachgebrauch der Mittelmächte im Ersten Weltkrieg erinnern würde. Andererseits gab der neue Name die programmatische Ausrichtung der Mittelstelle besser wieder. So handelte es sich bei Volks- und Kulturboden um ein zentrales Theorem der entstehenden Ostforschung. Die Begriffe Volksboden und Kulturboden waren bereits in der altdeutschen Publizistik um 1900 geprägt worden. In den Jahren nach 1919 war es Kenck gewesen, der diese beiden Termini kombiniert und zu einem wissenschaftlichen Konzept weiterentwickelt hatte. Nach dem Konzept von Kenck, das dieser im Jahr 1925 in seinem Aufsatz Volks- und Kulturboden veröffentlichte, bezeichnete Volksboden all jene Gebiete, wo Deutsche siedelten, unabhängig von Staatsgrenzen oder Staatsangehörigkeit. Kulturboden bezeichnete hingegen alle Gebiete, in denen deutscher Kultureinfluss maßgebend war oder ehemals gewesen war. Dies wurde an Siedlungsweise, Hausformen, Land- und Forstwirtschaft festgemacht. Penks Kurzdefinition des Kulturbodens von 1925 lautete, Zitat, wo immer auch Deutsche gesellig wohnen und die Erdoberfläche nutzen, wird er in Erscheinung. Zitat Ende. Das räumliche Hinausgreifen des postulierten deutschen Kulturbodens über den Volksboden in Ostmitteleuropa beschrieb Volz in seiner Schrift Das deutsche Land aus dem Jahr 1927 wie folgt, Zitat. Im Osten greift dieser deutsche Kulturboden fast überall weit über den deutschen Volksboden hinaus und bildet außerhalb desselben den Gürtel eines Landes, in dem die deutsche Bevölkerung gegenüber der Anderssprachigen zurücktritt, aber dem Lande doch ihren deutschen Kulturcharakter aufgedrängt hat. Zitat Ende. Das Konzept der Verbindung von Volksboden und Kulturboden enthielt politische Sprengkraft. So konnten damit potenziell Gebietsansprüche auf Territorien vorbereitet werden, in denen kaum Deutsche oder gar keine Deutschen lebten. Zwar fühlte sich Volz selbst immer der Weimarer Außenpolitik verpflichtet und hegte keine Sympathien für den aufkommenden Nationalsozialismus, auch aufgrund seiner Ehe mit einer jüdischen Frau. Allerdings standen Penck sowie ein Großteil der Mitarbeiter der Mittelstelle der radikalen Rechten nahe. Diese visierten dementsprechend eine Ostexpansion und eine grundsätzliche Umgestaltung der Grenzen Europas an. Am 30. Oktober 1926 nahm die Leipziger Institution ihren endgültigen Namen an und firmierte seitdem als Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung. Der Anspruch der Mittelstelle bzw. Stiftung war, wie Volz am 12. Oktober 1925 in Marienburg erklärt hatte, Zitat, die wissenschaftliche Unterbauung der Politik, wobei aber die Scheidung zwischen Wissenschaft und Politik streng gewahrt bleiben muss. Zitat Ende. Insgesamt hielt die Mittelstelle bzw. Stiftung zwischen 1923 und 30 17 Tagungen ab, die jeweils an unterschiedlichen Orten stattfanden. 15 davon im Deutschen Reich, eine in der Tschechoslowakei, genau gesagt in Bodenbach im Jahr 1927 und eine in Österreich, in Graz im Jahr 1930. Zwei der Tagungen fanden im Westen Ostpreußen statt. Bei der Tagung in Marienburg vom 10. bis zum 12. Oktober 1925 wurde zum ersten Mal dezidiert der Nordosten in den Blick genommen. Während die dortigen Referenten noch nicht mit dem Konzept des Volks- und Kulturbodens arbeiteten, war bei der zweiten Nordosttagung im ostpreußischen Ordensburg zwischen dem 15. und dem 17. September 1927 das neue Paradigma bereits fest etabliert. So hielt der Königsberger Geograf Leo Witschel den ersten Vortrag der Tagung mit dem Titel Zur Geografie Ostpreußens, Tatsachen und Probleme des östlichsten deutschen Volksbodens. Laut Witschel bildete Ostpreußen, Zitat, die Brücke zum deutschen Kulturboden der östlichen Randzone, also zum Baltikum, was seine Bedeutung ausmachte. In seinen Ausführungen beschwor Witschel eine bevorstehende Expansion des europäischen Kulturkreises nach Osten. Hier ein Zitat, die Vergangenheit lehrt, dass der deutsche Kulturboden sich von Westen nach Osten entwickelt hat. Seine Zukunft kann demgemäß auch nur im Osten liegen.
In den kommenden Jahrzehnten wird sich die naturgegebene Ausbreitung des europäischen Kulturkreises nach Osten vollziehen und die dem deutschen Sprachgebiet östlich vorgelagerte Rand- und Übergangszone langsam in einbezogen werden. Die politischen, völkischen und sprachlichen Verhältnisse werden nicht so bleiben, wie sie heute sind. Im Gegensatz zum Westen ist hier noch alles unfertig und im Fluss. Die preußischen Likauer, Masuren und Oberschlesier bilden für die Gegenwart das beste Beispiel. Wichtiger als Nationalitäten oder als Sprachgrenzen sind im Osten Kulturgrenzen. Die endgültige politische Grenzführung wird einst mit ihnen zusammenfallen. Von der kulturellen Durchdringung des Ostens hängt die Gestaltung der deutschen Ostgrenze der Zukunft ab. Zitat Ende. Hier beschwört Witschel also eine deutsche Ostexpansion, womit er sich auf der Linie des radikalen Flügels der Leipziger Stiftung befindet, dessen implizite Zielsetzung er jedoch unbekümmerter in Worte fasst. Ein Flügelkampf zwischen der Leipziger Stiftung, zwischen Volz und Penck sowie dessen Parteigängern war 1928 aufgebrochen und endete 1931 mit dem faktischen Ende der Stiftung. So hatte im Februar 1931 die Leipziger Presse eine Verleumdungskampagne gegen Volz wegen angeblicher Veruntreuung gefahren, was dem Ansehen Volz und der Stiftung unrettbar beschädigte, das Ansehen. Im Hintergrund stand dabei eine Agitation der lokalen NSDAP gegen Volz. Am 8. August beschloss das Reichsinnenministerium schließlich die Auflösung der Stiftung. Mit dem Ende der Leipziger Stiftung trat die Ostforschung in eine neue, radikalere Phase ein, deren Protagonisten offen auf eine Umgestaltung der Grenzen Ostmitteleuropas hinarbeiten. Die Karte, die man hier sieht, stammt von 1930 und repräsentiert bereits die neue, expansive Richtung der Ostforschung. Zusätzlich zum Kulturboden kommen hier zusätzliche Kategorien zum Tragen, die eine angebliche Verbindung zum deutschen Volksboden suggerieren sollen. Dabei handelt es sich um folgende Kategorien, um Gebiete, die 100 Jahre unter deutscher Verwaltung standen, Zitat Ende, also die noch nicht unter Volks- und Kulturboden subsumierten Teile der alten Habsburger Monarchie. Und zweitens, Zitat, Gebiet der deutschen Verkehrssprache, Zitat Ende, also das Verbreitungsgebiet des Jiddisch. Von 1931 bis 1933 bildeten sich in Deutschland und Österreich vier sogenannte volksdeutsche Forschungsgemeinschaften. Es waren diese die Alpenländische, die Westdeutsche, die Südostdeutsche und die Nordostdeutsche Forschungsgemeinschaft. Dabei handelte es sich um Forschungsverbände, die in der Nachfolge der Leipziger Stiftung einen organisatorischen Rahmen für volksgeschichtliche Forschung darstellen sollten. Die größte und bedeutendste unter diesen war die Nordostdeutsche Forschungsgemeinschaft, die am 19. September 1933 in Berlin gegründet wurde. Ihr Leiter war Albert Brachmann, der Generaldirektor der Preußischen Archive. Wie schon die Leipziger Stiftung enthielt auch die Nordostdeutsche Forschungsgemeinschaft oder kurz NOFG Fördergelder durch das Auswärtige Amt und das Reichsinnenministerium. Als räumliche Interessensphäre der NOFG wurden Polen, das Baltikum und die Tschechoslowakei definiert. Brachmann, der sich auch als Generaldirektor der Archive gegen eine Verständigung zwischen deutschen und polnischen Historikern leider einsetzte, sah in besonderem Maße als seine Aufgabe an, die Position der polnischen Geschichtswissenschaft zurückzuweisen. Anders als Volz, der trotz der politikberatenden Funktion der Ostforschung dennoch Wissenschaft und Politik stets getrennt wissen wollte, bekannte sich Brachmann klarer zum politischen Auftrag seines Forschungsverbundes. So erklärte er auf der Gründungstagung der NOFG, dass die Aufgaben und Methoden der Ostforschung zwar wissenschaftlich sein müssten, ihr Endziel jedoch, Zitat, im weitesten und besten Sinne, Zitat Ende, politisch sein. Nun ein kleiner Ausblick zu guter Letzt, was geschah nach 1933 mit der Ostforschung. Hierzu nur ein paar Schlaglichter. 1934 gelang es Brachmann, die nach wie vor staatsbezogen arbeitenden Historiker innerhalb der Historischen Reichskommission, also einem führenden Gremium der deutschen Geschichtswissenschaft, um Friedrich Meinecke zu entmachten. Damit hatte er die Dominanz der Volksgeschichte, auf der die Ostforschung fußte, in der gesamten deutschen Historikerschaft durchgesetzt.
1936 wurden alle Einrichtungen zur Ostforschung der Volksdeutschen Mittelstelle untergeordnet, die wiederum der SS angehörte. Dies bedeutete eine Beschneidung der Handlungsspielräume der Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften und notgedrungen auch eine neuliche Radikalisierung der deutschen Ostforschung. Am Beispiel der SS ging das Konzept von Volks- und Kulturboden nicht weit genug. Es schien ihr ethnisch zu inklusiv und hinsichtlich der Ausdehnung des Kulturbodens geografisch noch zu stark beschränkt. 1939 brachten deutsche Ostforscher ihre Zustimmung zum Überfall auf Polen zum Ausdruck. 1943 wurde die NOFG zusammen mit den übrigen volksdeutschen Forschungsgemeinschaften dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt, um zur Germanisierung der besetzten Gebiete im Osten beizutragen. Also wirklich eine schwere Hypothek. Nun nach Kriegsende haben wir schon so fünf Jahre nach 1940 eben eigentlich wieder eine Renaissance der Ostforschung in gewisser Weise, also eine gewisse Kontinuität, die sich eben sowohl personell als auch inhaltlich zeigte. Es wurde nämlich durch Hermann Aubin, der Vize von Brackmann gewesen war, das Herder-Institut gegründet. Wobei eben auch Konzepte Denkstile der alten Ostforschung quasi erstmal unverändert in guten Teilen übernommen wurden. Ab 1952 gab das Herder-Institut die Zeitschrift für Ostforschung heraus, also man hielt auch an dem Wort Ostforschung fest. Kritik an diesen personellen sowie sprachlichen und methodischen Kontinuitäten kam innerhalb der Bundesrepublik zunächst nicht auf. Die DDR erhob hingegen Kritik natürlich, die jedoch stets polemisch geführt wurde und in Westdeutschland als Propaganda dann ignoriert werden konnte. 1977 rührte sich innerhalb der Bundesrepublik erstmals Kritik an der Ostforschung. Diese ging von dem eingangs zitierten Berliner Historiker Klaus Zernak aus. Dennoch dauerte es noch bis 1995, bis die Zeitschrift für Ostforschung umbenannt wurde und ihren heutigen Namen Zeitschrift für Ost-Mitteleuropa-Forschung erhält. Und auch bis zuletzt von dem Gedanken zu lösen, dass eben die Völker und Staaten der Region nur Funktion der deutschen Geschichte seien, was ja eine Annahme ist, die der ursprünglichen Ostforschung innewohnte. Dann schließlich kann man auch sagen, dass eine umfassende Kritik an der Rolle deutscher Historiker im NS und eine öffentliche Debatte darüber bis 1998 auf sich warten ließ, genauer gesagt bis zum 42. Historikertag in Frankfurt am Main. Nun komme ich zu meinem Fazit. Abschließend ist Folgendes festzustellen. In der ersten Phase ihres Bestehens verfolgte die Ostforschung das Ziel einer räumlich begrenzten Revision, der Grenzen von 1919, der publizistischen Abwehr polnischer Ansprüche und wie eine der halbdeutschen Minderheiten im Ausland, wobei sie mit der staatsbezogenen Betrachtungsweise der traditionellen deutschen Geschichtswissenschaft lag. Während die Ostforschung bis in die späten 1920er Jahre überwiegend nicht auf eine aggressive deutsche Expansion hinarbeitete, erleichterte sie dennoch radikaleren Kräften die Formulierung ihrer Ziele, indem sie geeignete Konzepte und Materialien, insbesondere Karten, bereitstellte. Die Fassade unpolitischen Expertentums, um die sich die Ostforschung anfangs bemühte, war ab 1933 in ihrer Nutzbarmachung durch den NS-Staat nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und an der Stelle möchte ich mich für Ihre und eure Aufmerksamkeit herzlich bedanken. Ja, damit herzlichen Dank für diesen sehr kompakten und dennoch sehr inhaltsreichen Vortrag. Ja, und wir gehen gleich zum Vortrag von Herrn Lars Fernkorn über. Ja, der Lars bereitet sich schon vor. Ich kann ihn kurz vorstellen gleich. Ja, der Lars. Vor die Vorstellung, ich ziehe die Präsentation währenddessen auf. Okay, gut. Ja, also Lars, den auch die Zuschauer bei YouTube gleich zu sehen bekommen werden. Lars ist ein Künstler und ein Historiker und ein Osteuropa-Experte, also eine Person, diese alles doch drei unterschiedliche Funktionen oder Begabungen. Also Lars hat an der Kunstakademie in Dresden studiert und hat auch dort seinen Abschluss gemacht und jetzt studiert er in
Hamburg. In Dresden hat schon angefangen mit dem Slawistikstudium, das ist auch noch wichtig. Und seit 2018 studiert er in Hamburg, studiert dort Slawistik und Osteuropa-Studien auf Master. Und jetzt schreibt er gerade seine Masterarbeit über Königsberg, aber das vielleicht gleich, sagt er noch gleich was dazu. Und Lars hat, wie wir gestern schon an seinem T-Shirt gesehen haben, hat sowohl Danziger als auch Königsberger Wurzeln, also ist tatsächlich sehr stark familiär vorbelastet, wenn ich das so sagen darf. Ja, und Sie, Lars, du hast das Wort, aber jetzt genau, dann zu deiner Präsentation. Warte, ich muss erstmal hier diese Präsentation rüberzubbeln. Ich habe gerade ein kleines Problem, ein kleines technisches. Ja, und Lars wird jetzt gleich über die Revitalisierung des Königsberger Wurstfestes in Kaliningrad referieren. Also das ist ein sehr passendes Thema, kurz vor dem Abendessen. So. Mittagessen. Entschuldigung, kurz vor dem Mittagessen. Nicht, dass wir dann jetzt einen zu großen Hunger bekommen. Ja. Und wir können uns heute auch eine Wurst wünschen dann anschließend. Aber da, wo wir essen, La Cantina, ich glaube, keine Wurst im Keller. Gerebus, sehr leid, in La Cantina, nur die Italiener, also die bieten keine Gerebus an. Und einmal diese Präsentation. Ja, bin ich drücken soll oder willst du? Moment. Und ich habe da auch zwei YouTube-Videos. Wie machen wir das mit den YouTube-Videos? Sehen wir die auf YouTube selber oder müssen wir die irgendwie intern abspielen? Es würde nur intern gehen, ansonsten wäre das jetzt nicht möglich, wenn das nicht so wie vorhin in die PowerPoint integriert ist. Dann vielleicht schauen wir uns das YouTube-Video nachher an. Nachdem. Würde das. Also dann nur intern. Okay, dann machen wir das so. Wir können das ausmischen. Also soll ich von der Folie starten? Ja, von der Folie ausstarten. Machen wir jetzt wieder. Der Kornhäuser sollte hier nach vorne kommen. Nach vorne, ne? Ja. Wäre gut, weißt du, weil dann wirst du gesehen werden. Referentenplatz, ja. Guten Tag auch an die Leute an den Bildschirmen. Guten Tag ins Plenum. Ja, ich berichte heute über mein Masterarbeitsthema. Das ist das große Oberthema Kaliningrader Identitäten. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir einmal den Diskurs wieder auf das Königsberger Schlosses, das besprechen wir morgen, und einmal die Revitalisierung des Wurstfestes in Kaliningrad angeguckt. Bitte einmal weiter. Wir könnten den Film probieren, ob das funktioniert. Ja, oder dann probieren wir mal vielleicht den Film noch mal eine Folie zurück und dann einfach auf den Link klicken. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Bild davon, wie das ausgesehen hat und wie das aussieht. Ich kann ja währenddessen kurz erzählen, also das Königsberger, das ist das Wurstfest in Kaliningrad oder Prasnik Limoj Kovasi. Hat seinen Ursprung in einem alten Königsberger Fest, das also von den Ständen bzw. von den Gewerken gefeiert worden ist, und zwar in den Jahren 1520, 1525, 1535, 1540, 1558, 74, 83 und 1601. Also wir haben es mehrfach chronikal verbirgt. Wir wissen jetzt natürlich nicht, ob es nicht vielleicht in den Zwischenzeiten auch stattgefunden hat. Das sind auf jeden Fall die richtigen chronikalen Einschreibungen, die wir haben. So,
Wie sieht es aus? Der Link ist YouTube, weil wir auf YouTube sind. Ach so, der Link funktioniert nicht. Okay, gut. Dann erkläre ich ganz kurz, was wir da jetzt sehen. Da muss ich ein bisschen über diese, ein bisschen visuell erklären. Wir sehen da also heute die Revitalisierung dieses Wurstfestes. Wir sehen da Mitarbeiter der Firma Colliada, die eine riesengroße Wurst auf ihren Schultern tragen. Und einmal bitte zwei Folien weiter, einmal über den Inhalt hinweg, haben wir einmal das historische Wurstfest, was ich also eben schon sagte, und also die Daten, wie es verbürgt wurde. Die Beschreibung des Wurstfestes lese ich einmal ganz kurz aus der Chronik vor. Eine alte Gewohnheit in Königsberg war, dass die Fleischer am Neujahrstag eine Wurst herumtrugen. Im Jahr 1558 war sie 198 Ellen, 1583 aber 596 Ellen lang. Sie machten damit den Losbäckern ein Geschenk und erhielten dafür am Heiligen Dreikönigstage 5 ebenso ungeheure Strützel zum Gegengeschenk. Beide Gewerke gaben sich hierauf ein Gastmahl. Am Neujahrstage 1601 betrug die Länge der von 81 Schweineschinken verfestigten Wurst sogar 1005 Ellen und wog 885 Pfund. So, das ist aus der Chronik von Karl Faber. Also wir sehen, wir haben es hier mit einem ständischen Fest zu tun. Wir sehen auch die Zeiteinteilung, die da stattgefunden hat. Das ist frühe Neuzeit, Renaissance. Und wir haben es hier mit einer sehr wohlhabenden Gesellschaft zu tun. Und genau dieses Fest haben sich die Kaliningrader zu eigen gemacht. Und meine These ist, dass sie darüber ihre Identität erstmal affirmativ zur Schau stellen wollen und dass sie darüber auch an die Geschichte des Ortes anknüpfen wollen. Es gibt allerdings da einen kleinen Haken bei der Sache, denn in Kaliningrad ist ja vieles, was aus der deutschen Vergangenheit stammt, und wenn man es begeistert aufgreift, immer der Regermanisierung irgendwie verdächtig. Das ist ein altes Schlagwort aus der Sowjetzeit, in der es durchaus vielleicht seine Berechtigung hatte, weil man die Furcht hat, dass die Deutschen irgendwann zurückkommen. Heute ist dieser Begriff selbstverständlich obsolet, spätestens mit den 2+4-Verträgen und dem 1991 unterzeichneten deutsch-polnischen Grenzvertrag ist die Frage eigentlich völlig vom Tisch, ob die Deutschen jemals wieder zurückkommen nach Kaliningrad-Königsberg. Die Antwort lautet natürlich nein. Trotzdem ist der Begriff Regermanisierung ein durch die 90er, Nuller, 10er und jetzt auch die 20er Jahre nochmal verstärkter politischer Kampfbegriff, der an sich völlig substanzlos ist, aber trotz alledem immer sehr gut funktioniert, um irgendwelche Vorhaben zu torpedieren oder irgendjemanden in eine unangenehme Lage zu bringen. So, jetzt müssen wir erstmal theoretisch einsteigen. Was versteht man dort unter Identitäten? Einmal eine Folie weiter, bitte. Da habe ich 3 Folien mitgebracht. Das ist jetzt ausgesprochen theoretisch. Das entschuldige ich mich auch für, aber wir haben es ja auch mit einem sehr theoretischen Thema zu tun. Wenn ich über Kaliningrader Identitäten spreche, muss ich auch erstmal überhaupt definieren, was ist eine Identität. Wir verwenden diesen Begriff so selbstverständlich, dabei ist er das ja eigentlich gar nicht bei genauerer Nachforschung. Ich beziehe mich vor allem auf Jan Assmann, auf Fischer Lichtbill, auf Judith Butler. Nach Jan Assmann ist also Identität immer nur im Plural denkbar. Also es gibt nicht eine geschlossene Identität, sondern nur Identitäten. Und es ist natürlich auch nichts Biologisches oder ontologisch Vordeterminiertes. Also man hat keine angeborene Identität, sondern man bildet sie aus. Das geht über in diese Richtung des Performative Turn in der Theorie, dass also im Prinzip eine Identität performativ konstituiert werden muss. Wir haben das eben bei Herrn Baum ja auch gesehen, mit den ganzen Symbolen in den Wohnzimmern. Also da wird im Prinzip anhand von Symbolen diese Identität affirmativ zur Schau getragen. Und dieser performative Akt oder diese Rollenvorstellung, also diese sogenannten kulturellen Codes, die Jan Assmann auch bezeichnet, können wir ganz einfach daran mal exemplifizieren an Geschlechterrollen beispielsweise, um ein aktuelles Thema aufzugreifen. Was ist typisch männlich, was ist typisch weiblich? Das steht ja in großer Frage. Es ist natürlich ein soziales Konstrukt. Es sind kulturelle Codes, es sind Symbolsysteme, die dem Individuum von der Gesellschaft offeriert werden, teilweise auch oktroyiert werden und die halt auch mal in einer performativen Art und Weise gespielt werden, also sprich ein sogenanntes Embodiment. Also ich exemplifiziere das jetzt einfach mal anhand von beispielsweise der Fußballvereinszugehörigkeit. Das wird dann also durch Fangesänge, durch Merchandise, vielleicht sogar durch Tattoos, dieser Fanhabitus, wird dieses Fansein performativ zur Schau getragen.
Und man hat diesen Habitus einfach so häufig wiederholt oder beispielsweise die Rollen und Geschlechtervorstellungen so häufig wiederholt, dass einem das in Fleisch und Blut einfach übergegangen ist. So, also wir sehen auch, dass Identität nicht in einem Vakuum entsteht, sondern immer dialektisch mit der Gesellschaft verschränkt ist. Also das Individuum prägt seine Identität nicht in einem luftleeren Raum aus, sondern das Individuum funktioniert immer nur in einer diskursiven Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Und beides formt sich natürlich gegenseitig, denn letztendlich kann man natürlich auch gegen gesellschaftlich vorgegebene Muster, also beispielsweise Vorstellungen von männlich und Weiblichkeit, um bei dem Thema zu bleiben, kann man auch ablehnen und natürlich auch destruieren. Das führt natürlich am Ende zu Konflikten mit einem Kollektiv, was halt eben vielleicht im großen Maße gewisse Vorstellungen vor sich herträgt gegenüber dem Individuum. Aber beides verändert sich, das sehen wir ja auch an der Geschlechterforschung, die ja auch von der Frau Butler vorangetrieben worden ist. Einmal nächste Folie bitte. Wir sehen dann auch schon, also wenn wir schon beim Thema Gesellschaft sind, haben wir natürlich auch das Gedächtnis. Das ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema bei der Konstituierung von Identität. Denn letztendlich darauf beschränkt, also darauf vollzieht sich das sogenannte relevante Erinnern. Also Erinnern ist zur Konstitution von Identität ein wichtiges Merkmal, denn wir wissen ja zum Beispiel auch aus Krankenhäusern beispielsweise, wenn jemand eine Amnesie hat, kann sich der Charakter und der ganze Mensch ja komplett ändern, weil die Erinnerungen einfach fehlen. Ein Mensch ist ja nichts anderes als ein Querschnitt seiner Erinnerungen und seiner Erfahrungen. Das ist natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Ebene so, denn Erinnerung vollzieht sich immer in einer diskursiven Auseinandersetzung mit den Menschen. Ich erfahre etwas und dann dadurch, dass ich es zum Beispiel in ein Narrativ gieße, in eine Geschichte, eine Anekdote, habe ich diese Erinnerung abgespeichert und die kann ich auch nach und nach immer wieder modifizieren, je nachdem, welche Erfahrung dazu kommt, dass ich aus dieser Erinnerung einen Aspekt bevorzuge, einen Aspekt anders gewichte und so weiter und so fort. Also Erinnerung wird halt auch mal aufgebaut und verfestigt in einem gesellschaftlichen Dialog miteinander und ist unglaublich wichtig, um eine Identität auch zu konstituieren. Weshalb beispielsweise auch unabhängige Geschichtswissenschaften für ein autoritäres Regime. Und wir müssen uns überlegen, dieser ganze Identitätsfindungsprozess in Kaliningrad vollzieht sich in einem autoritären Regime, vielleicht sogar heute in einer Diktatur, wenn man das schon so sagen kann, dass da also der Staat natürlich für einen Staat, für ein autoritäres Regime eine unabhängige Geschichtswissenschaft unglaublich gefährlich ist. Einmal nächste Folie bitte. Was wir natürlich ja auch an Herrn Putins sehr gruseligen Essays von der historischen Einheit von Russen und Ukrainern sehen, dass also eine große russische Meistererzählung aufgebaut wird, in der Sachen falsch gewichtet werden, in der Sachen falsch interpretiert werden und das vom Staatschef persönlich. Also sprich, wenn wir also eine unabhängige Geschichtswissenschaft hätten, hätten wir ganz viele verschiedene plurale Stimmen, die dann einfach solche Narrative, solche Meisternarrative einfach destruieren würden. So, jetzt haben wir hier bei der kollektiven Identität, also wir waren jetzt auf der individuellen Ebene, auf der gesellschaftlichen Ebene, jetzt kommen wir auf diese Idee kollektive Identität. Wir haben es also mit Diskursinformationen eigentlich zu tun bei einer sogenannten Kollektividentität, die durch spezielle Symbolsysteme und auch Wertorientierung, die daran geknüpft sind, sich vollziehen. Also zusammenfassend kann man also Identität als ein soziales Konstrukt annehmen, das mittels Sprechakten konstituiert wird, beispielsweise indem ich beispielsweise jetzt mal als ein persönliches Beispiel sage, ich bin ein Hamburger, ja, also habe ich einen Sprechakt gemacht und mich damit mit Hamburg identifiziert. Indem ich beispielsweise das Wort Moin relativ konsequent verwende, seit ich in Hamburg lebe, da steht ja auch ein ganzes kulturelles Konzept ja hinter diesem Wort Moin. Ja, da steht wirklich ein ganzes kulturelles Konzept hinter. Ich könnte jetzt auch das Rheinland bringen, Nigelau und Alaf, da kriegen auch kulturelle Konzepte hinter Symbolsysteme, die Identität stiften, die also ein Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb einer Gruppe verfestigen. Ja, und vermittels dieser Kommunikation über die Geschichte der Gruppe kann der Diskurs über Geschichte und über Identität eben stattfinden. So, jetzt komme ich einmal von diesem furchtbar theoretischen Teil weiter, einmal bitte runter, auf das Wurstfest in Kaliningrad. Jetzt habe ich hier leider nur ein paar Screenshots. Ich empfehle Ihnen aber wirklich, sich, vielleicht können wir das irgendwie einpflegen unter den Wurst
Clip oder auf dem Kanal oder so verlinken. Ich empfehle wirklich, sich diese Sachen anzusehen. Also was wir da sehen, ist noch relativ harmlos. Also das ist ein karnevalesker Zug, den wir da haben, angeführt. Also ich erkläre ganz kurz, was wir eigentlich jetzt sehen würden im YouTube-Video, angeführt von einer Frau in an der Turmhaferbrücke, die vielleicht ein bisschen an die russische Zarin Elisabeth erinnert, angeführt, gefolgt von in blau gekleideten Trommlerinnen. Wir haben ein paar Leute in Dinosaurierkostümen oder in Wolfskostümen. Also das Wolfskostüm ist das Maskottchen der WM 2018 gewesen. Wir haben Leute in Wikingerkostümen, wir haben Leute in Hellebarden. Wir haben, wie wir hier sehen, Flaggenträger, also Leute hier mit solchen pseudo-historisierenden Kleidungsstücken. Und ich habe da auch tatsächlich zwei Ethnologinnen gefragt, zu denen ich Kontakt habe. Ich habe gefragt, kennt ihr diese Kleidungsstücke, die wir da sehen? Nein, kennen wir nicht. Das ist alles irgendwo Fantasie. Das ist nicht ethnologisch korrekt. Es gibt unter anderem, wo wir auch bei Ethnologie sind, auch so ein Ethno-Stil da drin, dass also Leute auch Sachen mit ethnologischem Muster etc. pp. Getragen haben. Und dann natürlich auch ja, als typisch russisch identifizierte bunte Blumenkleider mit einem Tor aus Blumen, also mit so einem mobilen Türchen da rumgelaufen sind, eine Art mobilen Maibaum dabei hatten. Also eine total skurrile Angelegenheit, wenn man sich das erstmal so ansieht. Ergibt aber alles absoluten Sinn. Wir haben es also hier erstmal. Wir haben hier jetzt erstmal diesen Kern des Festes, das ist die Wurst und das Brot. Ich habe ja eben auch gesagt, dass die Bäcker ja eine Riesenspritze gebracht haben am Neujahrstag. Also hier sind diese beiden Feste, die ja eigentlich schon im historischen Kontext als Einheit gelten können, sind die in einem Fest zusammengelegt worden und nicht separiert. Also das Wurstfest und dieses Brotfest, was also in Königsberg stattgefunden hat, ist hier zusammengelegt, weil wir sehen da oben ja auch Leute, die ein Brot tragen. Wir sehen unter anderem hier unten links auch einmal das Bild von einer aufgerollten Wurst. Und das ist auch eine Besonderheit, ein Spezifikum dieses verrückten Festes, dass diese Wurst keine feste Form hat. Also es ist nicht immer, dass sie also eine solche lange Wurst auf den Schultern tragen, sondern es kann auch sein, dass sie also solche Würstknecken darum tragen oder Würste über einem Stab tragen und so weiter und so fort. Also wir haben hier im Prinzip auch eine Form, die nicht fest ist. Also es ist nicht fest geformt, die ganze Sache. Ja, dann möchte ich einmal die Folie weiter, bitte, was zu den Akteuren sagen. Das kam ja nicht aus dem Nichts, denn wir haben ja natürlich die Perestroika zum Ende der 80er Jahre in Glasnost. Da war also plötzlich das Reden über die Geschichte des Gebiets Kaliningrad und über die Geschichte Königsbergs war dann plötzlich ganz en vogue. Das kam dann plötzlich auf. Also man konnte endlich die Fragen stellen, die sich natürlich stellen bei diesen ganzen Erben aus dieser deutsch-dominierten Zeit, was wir da haben, also die Backsteinarchitektur, die Kirchen, die Gebäude und so weiter und so fort. Das war ja tabuisiert in der Sowjetunion, darüber zu sprechen. Also da sehen wir übrigens auch wieder bestätigt diese These von Sakaya und Gutkopf, dass Geschichte für ein autoritäres Regime eine unglaubliche Gefahr darstellt. Das bestätigt ja alleine schon die Tatsache, dass die Sowjetunion versucht hat, diese Geschichte Kaliningrads auch zu unterdrücken und auszulöschen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und ab 2007, also ab, wie gesagt, ab 80er, ab Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, gab es eine ganze Masse an Publikationen und kam plötzlich auch das ganze Interesse hoch. Plötzlich wurden auch wieder die alten Gebietswappen auch als Merchandise quasi verkauft, als Touristenattraktion verkauft. Da gibt es also auch Videos, so Anfang der 90er Jahre, wie man also die Entwicklung sehen kann, erst so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre, also wie das dieses alte Ostpreußen als Konstrukt dann plötzlich wieder nach oben drängt. Also diese Geschichte drängt nach oben, man beschäftigt sich plötzlich damit. Ja, 2007 führt das unter anderem dazu, dass diese Fleischerfirma Koljada, von der ich gerade schon gesprochen habe, dieses Fest der langen Wurst reaktivierte, beziehungsweise das erste Mal eine lange Wurst präsentierte. Dem ging allerdings schon 2004 die Idee voraus, das zum Stadtjubiläum 2005 zu machen. Ist nicht geschehen, warum auch immer, weiß ich nicht. Habe ich also bei meinen Recherchen nicht rausfinden können. Aber wir haben hier Koljada, haben ab 2007 auf der Agrarmesse Agrokomplex einmal eine große, lange Wurst reingetragen, als Marketing-Gag erst einmal. Das wurde vom Meeresmuseum 2013, und das Meeresmuseum ist da sehr kulturell, auch sehr in der Regionalgeschichte bewandert,
Und natürlich auch staatlichen Institutionen unterstellt, das müssen wir auch ganz klar sagen, weil es ist eine staatliche Institution, haben wir hier ab 2013 diese Revitalisierung, dass dieses Fest also regelmäßig stattgefunden hat, unter anderem also immer an irgendwelchen Standorten von dem Meeresmuseum, also an alten Standorten von Alt-Königsberg, also das alte Königsberger Überbleibsel am Königstor oder am Friedländer Tor, nicht Friedländer Dorf, Friedrichsburger Tor oder eben im Hafen, also immer an historischen Bauwerken hat dieses Fest stattgefunden. Dann kam auch irgendwann, und ich konnte leider nicht recherchieren, raus, wann der Regermanisierungsvorwurf kam gegen das Meeresmuseum. Auf jeden Fall kam dieser ganz bekannte Vorwurf natürlich, um dieses Fest erstmal wahrscheinlich in Misskredit zu bringen, beziehungsweise es ist ja kein genuin russisches Fest, sondern es ist ja eigentlich ein Fest aus preußischer Zeit, noch aus vornationaler Zeit im Prinzip. Ja, und deswegen wurde das unter anderem auch umbenannt. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Nur erstmal so viel zu den Akteuren. Einmal weiter bitte. So, dann habe ich jetzt ich bin an dieses Fest mit verschiedenen Theorien herangegangen. Man wird sich vielleicht denken, okay, diesen komischen Karneval, den kann man ja gar nicht irgendwie kulturwissenschaftlich auseinandernehmen. Ich habe ihn sehr schön auseinandergenommen, und zwar mit diesen Theorien, die wir jetzt hier sehen. Einmal habe ich mich hier auf Hobsbawm bezogen, der über Invented Traditions geschrieben hat. Invented Traditions erweisen eine fiktive Kontinuitätslinie auf. Also es sind erfundene Brauchtümer, die irgendwann aufgekommen sind, und es wird eine fiktive Kontinuitätslinie hergestellt. So, die Kontinuitätslinie ist ja absolut fiktiv. 1601 hat dieses Fest das letzte Mal stattgefunden. Es ist also nicht mal so, dass in Königsberg selber noch vor 45 dieses Fest irgendwie stattgefunden hätte. Die Kontinuitätslinie ist ja irgendwann abgebrochen und dann plötzlich 2007, 2013 wieder aufgeploppt, beziehungsweise hat man dieses Fest ins Hier und Jetzt zurückgeholt. So, natürlich geht damit auch bei Invented Traditions auch eine gewisse Unkenntnis der historischen Tatsachen einher. Das sieht man vor allen Dingen daran, dass beispielsweise Pavel Cimbali von der Firma Kolyada gesagt hat, 1601 wurde das Fest das erste Mal gefeiert. Nein, 1601 war das letzte Mal. 1520 war es das erste Mal. Also man sieht schon, dass da auch das historische Wissen darüber ein bisschen lückenhaft ist. Dass man sich also im Prinzip diese Idee, einfach so eine lange Brust durch die Stadt zu tragen, einfach genommen hat, als vielleicht erstmal auch einfach als Marketing-Gag, der aber halt eben zu einem relativ schnell zu einem sehr beliebten Stadtfest avanciert ist. Also haben wir es hier auch mit einer Invented Tradition zu tun, wofür auch spricht, dass dieses Fest plötzlich eine Kontinuität aufweist, also dass es kontinuierlich gefeiert wird. Seit 2013 ist es lückenlos gefeiert worden, abgesehen von den Corona-Jahren. Aber ansonsten hat man dieses Fest immer gefeiert. Wir haben es hier natürlich auch, wir können natürlich nicht nur sagen, das ist eine Invented Tradition, wir haben es hier mit einem sogenannten Reenactment zu tun. Reenactments sind im Prinzip Nachspielungen von Schlachten, von historischen Ereignissen. Auch Mittelaltermärkten begegnet man dem unter anderem relativ stark in irgendwelchen Heerlagern, aber es gibt es natürlich auch für den Ersten Weltkrieg, für den Zweiten Weltkrieg, wo Schlachten versucht werden, authentisch nachzustellen. Es handelt sich hierbei aber um, bei einem Reenactment, hat in der Abgrenzung zum Living History noch diese Möglichkeit offen, dass wir es kreativ aneignen können, dass wir es also kreativ modifizieren können. Wir wiederholen also ein historisches Ereignis, was wir uns kreativ auch aneignen, dadurch, dass wir es wieder in die Gegenwart reinholen. Ja, und ich habe halt auch noch einen Ethnologen dazugezogen, den Wallace, der einmal diese Idee der Revitalisierung geäußert hat. Das war natürlich auch indigene Gemeinschaften, eine Theorie, die auf indigene Gemeinschaften angewendet worden ist. Ich konnte allerdings relativ viele Phasen von indigenen Gesellschaften tatsächlich auch auf die sowjetische Gesellschaft, insbesondere auf Kaliningrad, auch übertragen. Wir haben 5 Phasen einer Revitalisierung. Wir haben einmal eine sogenannte feste Phase, also wir haben eine Phase, in der Glaubenssätze und Symbole und Rituale für die Gemeinschaft eine Stabilität ergeben. So, und da sind wir wieder beim Thema Wertorientierungen, was ich eben auch schon bei dem Identitätsdiskurs angemerkt habe. Wir haben Rituale, wir haben also performative Akte, wir haben Glaubensgrundsätze, wir haben Überzeugungen, die sind fest. Das kann man mit der Sowjetunion parallelisieren.
Dann erkennen, dass Symbole und Glaubenssätze nicht mehr funktionieren. Das ist die zweite Phase. Wir erkennen also plötzlich, okay, diese Symbole und Glaubenssätze, die bisher die Gemeinschaft gefestigt haben, funktionieren nicht mehr. Das sehe ich ganz klar irgendwo in der Zerfall der Sowjetunion. Also plötzlich der Kommunismus ja einfach dahingesiegt ist und letztendlich ja in der Auflösung der Sowjetunion gipfelte. Dann folgt die Phase der Kulturverzerrung. Also diese Riten funktionieren gar nicht mehr und die Glaubenssätze funktionieren auch nicht mehr. Anpassungsfähige Individuen können diesen alten Glaubenssätzen noch irgendwas Neues hinzufügen, um es vielleicht funktionsfähig und anschlussfähig zu machen für eine aktuelle Situation. Und andere Individuen verfallen unter anderem auch vielleicht dem Alkoholismus oder irgendwelchen Drogen, was man ja auch in den 90er Jahren in der Sowjetunion gesehen hat. Also entweder haben wir Leute, die sich an das neue System angepasst haben, beispielsweise diese Oligarchen, die ja in den 90er Jahren aufkamen, oder aber wir haben ja auch wirklich unglaubliche Alkoholprobleme in der zerfallenden Sowjetunion, vor allen Dingen in Russland. Und dann gibt es die sogenannte Findungsphase. Da ich, wie ich eben gesagt habe, Wallace, ein Ethnologe war, der sich auf indigene Völker bezog, habe ich das ein bisschen säkularisiert. Also in der Findungsphase nach Wallace ist es der Schamane oder eben das spirituelle Oberhaupt der indigenen Gemeinschaft, der durch Visionen neue Glaubenssätze, neue Symbole empfängt. Das passt hier natürlich jetzt nicht. Also ich habe es etwas säkularisiert und abgewandelt, habe es einfach als Findungsphase gelabelt, relativ unspektakulär und unspirituell. Wenn wir also zum Beispiel Simbali als Schamanen parallelisieren, hat er also im Prinzip diese Idee des Wurstfestes als neuen Glaubensgrundsatz, als neuen Identitätsanker für die Stadtgemeinschaft nutzbar gemacht. Und wir haben natürlich auch in der Findungsphase natürlich auch immer das Problem, wir haben es ja immer mit einer Transformationsgesellschaft zu tun, dass alte Eliten immer etwas gegen die neuen Eliten haben und diese werden immer wieder modifiziert und angepasst. So, darauf folgt eine neue feste Phase, in der diese ganzen Sachen funktionieren, in der diese ganzen neuen Glaubensgrundsätze und so weiter funktionieren. Wenn wir das jetzt auf das Wurstfest übertragen, haben wir die neue feste Phase noch nicht erreicht, denn wir sehen ja, dass dieses ganze Fest so in seiner Zusammensetzung sehr eklektizistisch ist erst einmal und auch immer wieder in seiner Form variiert. So, also deswegen sage ich, dass wir die neue feste Phase mit diesem Wurstfest noch nicht erreicht haben. Also wir befinden uns hier bei diesem Wurstfest noch immer in einer Findungsphase, wofür natürlich auch spricht, dass dieser Begriff der Regermanisierung natürlich aufkam, also sprich alte Eliten, wir müssen uns auch natürlich vor Augen führen, die russischen Eliten sind nicht entsowjetisiert worden. Also wir haben im Prinzip eine Kontinuitätslinie der Sowjetunion, nur unter anderen Vorzeichen. So, dass diese alte Elite dagegen giftet und sagt, ja, das ist aber eine Regermanisierung, warum feiert ihr denn hier ein deutsches Fest? Und da vermute ich, dass es da auch damit mit der Artikelerweiterung, wo ich gleich drauf kommen werde, zu tun hat. Jetzt habe ich natürlich gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, dass wir es hier natürlich auch mit einem Regime zu tun haben, dass sich die ganze Sache in einem Spannungsfeld eines Regimes, eines autoritären Regimes vollzieht. Und ich habe das jetzt mal den Begriff des Putinismus hier einfach mal mit eingeführt. Da beziehe ich mich auf Walter Laqueur, ein sehr gutes Buch zu diesem System geschrieben. Dieser Putinismus ist einfach ein System, was sich aus imperialen Traditionen und Großmachtschauvinismen speist. Und ich fand noch ein Zitat sehr schön. Der Putinismus ist ein großes Durcheinander von sich größtenteils widersprechenden Ideologien, die russische Propaganda in jahrzehntelanger Arbeit amalgamiert und zu einem großen Ganzen stilisiert hat. Ja, also auch dieser Regermanisierungsvorwurf ist nicht konstant. Also viele Sachen, die wir im Kaliningrader Gebiet sehen, widersprechen dem eigentlich. Also beispielsweise das Fischerdörfchen, was wir da sehen, das ist so ein ethnografisches Dorf, das ist ein eklektizistisches Dörfchen, was Stile Alt-Königsbergs aufgreift, aber trotzdem vom Gouverneur absolut befürwortet worden ist, aber plötzlich so ein Wurstfest oder auch morgen das Königsberger Schloss, dem wird mit diesem Regermanisierungsargument immer widersprochen und das wird auch immer wieder mit diesem Regermanisierungs- und Separatismus-Argument angegriffen. Also wir sehen, das ganze Ding ist nicht konstant, die ganze
Argumentation dagegen, also von der Gegenseite, die ja eigentlich auch das Spannendste in diesem ganzen Diskurs ist, ist nie konstant, ist nie, die hat auch nie irgendwelche substanziellen Stichhaltigkeiten. Also im Prinzip widersprechen sich diese Anti-Argumente gegenseitig und hebeln sich gegenseitig aus. So, und das verbinde ich jetzt einfach auch mal mit diesem Putinismus. Vor allen Dingen auch die imperialen Traditionen sind natürlich auch sehr wichtig. Es wird ja immer wieder auf eine russische, auf ein diffuses Russentum, auf ein Russentumskonzept verwiesen, ohne dass das genau ausspezifiziert wird. Da haben wir es natürlich mit einer imperialen Tradition zu tun, dass alles auf die Peripherien vom großen russischen Geist und der großen russischen Identität irgendwie durchdrungen sein müssen und sollen. Wir haben es hier natürlich mit einer sehr imperialen Idee zu tun und wir haben es hier auch mit einer negativ mobilisierten Gesellschaft zu tun. Und jetzt muss ich nochmal auf Putkopf zurückkommen. Negativ mobilisierte Gesellschaft, also was wir da in der Russland gerade auch erleben, ist eine Gesellschaft, die in Stellung gebracht wird. Also negative Mobilisierung bedeutet, ist eigentlich ein Paradoxon. Das Putin-Regime fürchtet nichts so sehr wie eine Mobilisierung und unabhängige zivilgesellschaftliche Strukturen oder unabhängige Strukturen an sich. Ja, also das fürchtet das Putin-Regime unglaublich. Und deswegen haben wir diese sogenannte negative Mobilisierung, die einfach bedeutet, erstmal, dass die Leute gegeneinander ausgespielt werden. Das heißt, Leute, niemand macht was aus niemand macht was aus Nächstenliebe, alle machen nur was aus Eigennutz. Ihr könnt niemandem trauen, ihr dürft niemandem trauen. Und es gibt keine guten Menschen, es gibt keine Moral, das gibt es alles nicht. Okay. Wir haben hier einfach eine Gesellschaft, die im Prinzip atomisiert ist, passiv gehalten werden soll. Vor allen Dingen natürlich auch gegen Feindbilder in Stellung gebracht wird. Das versteht man unter negativer Mobilisierung. So, meine These ist unter anderem, dass dieses Wirtfest, und jetzt bitte einmal weiter, dass dieses Wirtfest tatsächlich ein Gegenentwurf darstellt zu dieser negativen Mobilisierung, dass also versucht wird, sich einen positiven Bezugsanker zu suchen, also eine positive Identifikation statt diese ganze negative Identifikation. Russland ist zum Beispiel auch Vorreiter in der Literatur, was Dystopien angeht und postapokalyptische Literatur. Das hängt auch ganz klar mit dieser Negativmobilisierung der Gesellschaft zusammen. Und dieses ganze Fest, ich habe ja auch über den neuen Titel erzählt, der gesamte Titel heißt Märchen der alten Stadt oder das Fest der langen Wurst. Wir haben also auch sehr viele Märchenfiguren da in diesem Karnevalszug mit drin, was an die sowjetische Märchenkultur anknüpft. Also meine These dazu ist auch, dass das Fest dadurch angereichert werden sollte mit sowjetischem Erbe, denn das Märchen spielt ja in der Sowjetunion auch für propagandistischen und erzieherischen Zwecken eine unglaublich wichtige und große Rolle. Dadurch, dass diese Märchen, dieses ganze Ding jetzt in ein Märchenfest umgewandelt wird, wird es erstmal anschlussfähig für junge Familien, für Kinder. Und vor allen Dingen auch, dass wir die Kontinuitätslinie der Sowjetunion hier aufgreifen. Wir haben also sprich diesen Kern, die Wurst, und das vermischen wir dann mit diesem sowjetischen, mit dem als typisch russisch empfundenen. Und vor allen Dingen wird es damit angeeignet und aus dieser politisch angreifbaren Sphäre herausgehoben. Dazu zählt zum Beispiel auch, dass man Königin Wurst und König Brotleib führt und das fiktive Königreich Wurstland ausruft, was an sich sehr absurd ist, aber innerhalb dieses Putin-Regimes völlig verständlich, denn dadurch, dass wir dieses Teil Wurstland nennen, haben wir es rausgehoben aus dem politischen Diskurs. Wir sagen, ja, das ist alles fiktiv, das ist ein Märchenfest, wir haben hier eine Königin Wurst, wir haben hier einen König Brotleib, und wir haben hier dieses Wurstland, das hat nichts mit Russland zu tun, das hat nichts mit Deutschland zu tun, das ist ein reines Märchenfest, wo wir noch eine lange Wurst irgendwie dabei rumtragen. So, und die nächste Folie, die letzte jetzt, meine These ist, um es mit den Identitäten nochmal zu verknüpfen, wir haben es mit einer Invented Tradition zu tun, die versuchen soll, an diese Geschichte der Stadt anzuknüpfen, das aber eben dann so stark überformt, um es anzueignen und dann etwas Eigenes daraus zu amalgamieren. Also wir haben es in Kaliningrad immer, im modernen Kaliningrad immer mit einem ziemlichen Amalgam von verschiedenen Sachen zu tun. Es wird halt mit eigenen Inhalten angereichert und modifiziert, also es werden eigene Fantasiespielräume eröffnet, um vielleicht auch einmal diesem
harten russischen Alltag. Und wenn man schon mal in Russland war, weiß man halt, wie hart der Alltag in Russland sein kann. Um diesem harten russischen Alltag, diesem desillusionierenden Putin-Regime vielleicht für ein paar Stunden irgendwie zu entfliehen und positive Gefühle dabei zu generieren. Und dass man natürlich versucht, dadurch, durch diese Burg, dekoriert man natürlich auch die Geschichte der alten Stadt. Deswegen nennt man es auch Märchen der alten Stadt, ohne Königsberg konkret anzusprechen. Und damit sage ich, dass man das Würzfest auch als einen Gegenentwurf zu dieser negativen Mobilisierung nach Gutkopf lesen kann. Allerdings steht der Putinismus dem Konträr gegenüber. Das heißt also, dass immer versucht wird, diese gesamte Kaliningrade Identitätsfindung, diese regionale Identität, irgendwie versucht wird einzuhegen, was natürlich auch diesen russischen Imperialismus aus dem 19. Jahrhundert, und dieser Profos ist ja noch immer aktiv, zurückgreift, dass alles russisch sein muss und dass man diesen Fremden irgendwie misstrauisch und skeptisch gegenübersteht. So, und meine These ist einfach, dass die Leute einfach eine Sehnsucht nach der Geschichte haben, dass sie sich auch mit der Geschichte der Stadt und mit dem Ort verbinden möchten. Allerdings, wie gesagt, alles im Spannungsfeld dieses Putinismus und dieses Regimes. So, letzte Folie. Alles hat ein Ende und die Wurst hat zwei. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Nochmal bitte klicken. Damit beende ich das. Ja, lieber Lars, lieber Andreas, lieber David, erstmal tausend herzlichen Dank für eure wirklich tollen Vorträge, wo man wirklich sagen kann, das war eine Leidenschaft auch zu sehen für die wissenschaftliche Forschung, sei es bei dir, Andreas, bei Herrn Dr. Born, der ja quasi Pionierarbeit auch, denke ich, da ein bisschen mit leistet, wenn es um die Vertriebenengeschichte in Rheinland-Pfalz geht, aber auch bei dir, David, und natürlich Lars, ein ganz, ganz innovativer Ansatz, wo man auch mal sieht, dass auch eben Teil der Forschung zum deutschen kulturellen Erbe als Teil einer gesamteuropäischen Geschichte ist. Und du hast ja auch zwei wichtige Punkte genannt, nämlich die Unabhängigkeit der Wissenschaft, auch Putinismus. Und deswegen sollten wir uns auch bewusst machen, dass heute ein ganz besonderer Tag ist. Heute ist der 17. Juni 1953, vor 70 Jahren, war hier in Berlin, wo wir sind, der Volksaufstand begann. Der Ruf nach Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, ein Ruf, der noch 36 Jahre andauern musste, bis 1989 die Berliner Mauer gefallen ist, im Jahr drauf die deutsche Wiedervereinigung war und im Folgenden auch, sei es in der Tschechoslowakei, in Rumänien und in den anderen Staaten das kommunistische Regime zusammengebrochen ist und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Einzug gehalten haben und damit auch die Unabhängigkeit der Wissenschaft. Unabhängigkeit der Wissenschaft, genauso wie wir heute forschen über das kulturelle Erbe im östlichen Europa als Teil einer gesamteuropäischen Geschichte. Und diese Werte, Freiheit, Demokratie, Freiheit der Wissenschaft sind eben keine Selbstverständlichkeit. Einerseits, wenn man in die Geschichte zurückblickt, auch in die deutsche Geschichte, wenn man an die Schrecken des Nationalsozialismus denkt, aber auch heute keine Selbstverständlichkeit ist, wenn man beispielsweise nach Russland schaut, wo sich die Geschichtsforschung dem putinschen Narrativ unterordnen muss. Und deswegen wollen wir auch heute als nächsten Programmpunkt erinnern und an der Gedenkveranstaltung am Mahnmal Einschüsse in Altlichtenberg teilnehmen, um an die Opfer des 17. Juni 1953 zu gedenken. Hier bei YouTube geht es dann spannend weiter, nämlich um 15.45 Uhr können Sie sich wieder zuschalten, wo der Peter Hader und die Monika aus Peter Hader aus Münster und die Monika Mikolajczyk aus Oppeln jetzt in Zwickau wohnend ihre Forschungsvorhaben, Ergebnisse vorstellen werden. Einmal der Peter zum Thema Deutschland als Vielvölkerreich, Konzepte zu nicht deutsch besiedelten Gebieten des Habsburger Reiches.
im Kontext der Deutschen Revolution 1848-49 und die Monika dann der Vertrag von Versailles, Frieden für Europa, der Fall des Reichsthaler Ländchens, ein Versuch, die Frage nach der Umsetzung des Prinzips des Selbstbestimmungsrechts der Völker zu beantworten. Sie sehen, es bleibt spannend. Schalten Sie sich wieder zu um 15.45 Uhr hier auf den YouTube-Kanal der Kulturstiftung. Vielen herzlichen Dank.